während ihr meinen wunderschönen Startbildschirm genießt. Ja. Hey, ist leck. Ja, ja. Ja, ich. Ja, ich seh's. Wir sind online. Ja, wunderbar. Nice. Wunderbar. Ja, dann. Servus alle zusammen. Ja, dann würde ich sagen, wunderschönen guten Abend alle miteinander. Herzlich willkommen zu einer weiteren fantastischen Ausgabe des German Speedrun Podcasts. Heute mit Steve oder Hallo. Dead German Guitar Dude. Bleiben wir bei Steve. Ja, du hast dich so auf Twitch genannt, da kann ich auch nichts für. Ja, und ich weiß und ich denke mir auch immer wieder, warum habe ich das getan, aber also, das ist jetzt nicht mehr zu ändern. So, also vielleicht, bevor wir eine halbe Stunde rumsitzen, muss ich kurz was erwähnen. Also wir hatten vorhin schon das angesprochen mit diesem Trick, der 2 Minuten spart. Man kann für Banjo-Kazooie einen Pfeil manipulieren. Und zwar funktioniert das, indem wir auf einem anderen Pfeil in dieser Quizshow am Ende des Spiels ein Game Over kriegen. Und damit transferieren wir die Moves, die wir auf diesem Pfeil schon haben, auf das andere Pfeil über. Das dauert allerdings 3 Minuten, deswegen mache ich das jetzt dann, während du dann noch so ein bisschen... ja, ein Intro erzählst und so. So, sorry für die Unterbrechung. Ja, ich wollte nur sagen, und sonst hier als Nebenkommentator ist Zylo, er ist schon wieder da. Man hat dich schon lange nicht mehr gesehen und gehört, Zylo, wie geht's dir? Ach, mir geht's ganz super. Ich habe eben auch einen super wunderschönen Stream gehabt. Das freut uns doch. Hat mir Spaß gemacht. Und jetzt bin ich immer noch da. Yay! Wir werden dich nicht los, ha? Huh? Nee. Ihr habt mich jetzt an der Backe, da seid ihr selber schuld, dass ihr mich reingelassen habt. Sehr gut. kannst du nebenher reden oder ist das irgendwie total konzentrationstiermäßig? Oh ne, also das, was jetzt kommt, das kann jeder machen. Das ist kein Problem. Also. Also ansonsten hätte ich so eine richtig schöne Frage zum Anfang, den ich ja, bei jedem. Natürlich. So, die Standardfrage, die ich bei jedem Podcast stelle, ist: Wie bist du dazu gekommen? Dein Spiel zu Speedrun, also in deinem Fall Banjo-Kazooie, wie hat es angefangen? Also das ist an sich wahrscheinlich eine Antwort, die du auch schon öfters gehört hast. Ich bin irgendwann mal auf AGDQ gestoßen und ich habe halt als Kurzer habe ich halt Banjo-Kazooie extrem viel gezockt und dann habe ich eben einen Run von Stevie Bobo gesehen, das ist der Weltrekordhalter und das fand ich eben ziemlich cool und dann habe ich halt ein paar Leute geschaut und so und die Community ist halt ziemlich cool. Und da habe ich mir gedacht, ey, probierst du es einfach mal selber. Und ja, seitdem bin ich dabei. Also recht. Den Trick, den du jetzt da anwendest, der es ein paar Minuten braucht, der ist also noch nicht Teil vom Speedrun. Nee, also das ja, ist, was machst du hier nochmal genau, ganz genau? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also ihr habt gesehen, ich habe mich jetzt ein paar Mal in die Lava geschmissen. Und ich habe jetzt 0 Leben. Und jetzt ist es so, wenn man, ihr seht dieses Feld da hinten, das mit der Uhr drauf, wo ich jetzt gleich zukomme, wenn man in einem, dieses Feld beinhaltet, ein Minispiel. Wenn man in so einem Minispiel ein Game Over bekommt, dann passiert irgendwas Komisches im Spiel, wir verstehen es absolut gar nicht. Jedenfalls, wenn ich dann auf dem anderen Pfeil meinen Speedrun starte, dann habe ich bereits die Moves, die ich auf diesem Pfeil hier habe. Ja, das sind fast alle, ein paar sind es nicht. Warum ich die nicht habe, erkläre ich dann später. Ja, warum das noch nicht getimed wird, das wurde in der Community so entschieden, ist der einzige Grund, ja. Ich persönlich finde es doof, dass wir es nicht timen, weil ich finde, es sollte getimed werden. Aber die Mehrheit hat sich eben halt dagegen entschieden und ich habe mich dann halt einfach dieser Entscheidung, ja, gebeugt, sozusagen. Also das heißt, jedes Mal, bevor man diesen Speedrun hier anfängt, macht man das hier? Wenn was du gerade machst? Ja, genau. Genau. Okay. Das ist, jetzt habe ich die Frage gar nicht gelesen. Hey, war doch richtig. Ja, es ist ziemlich ätzend, also wie du dir vorstellen kannst. Jedes Mal, wenn man resettet, muss man irgendwie 3 Minuten lang ein Setup machen. Das ist schon ziemlich ätzend. Ah, okay. Vor allem, es gibt auch 2 Minispiele, in denen kann man nicht sterben. Ja, und deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt nicht passiert. Dass ich jetzt keins von denen bekomme. Und kennst du alle Fragen eigentlich auswendig? Ah, die allermeisten, ja. Eine Sache ist, ihr seht dieses Feld mit Grunty darauf, mit der Hexe. Da muss man was zu sagen. Okay, gut, in diesem Spiel kann ich sterben übrigens, das ist gut. Die Fragen über Grunty, die Antworten dazu ändern sich auf jedem Pfeil. Ja? Die Antworten dazu können in 256 Patterns quasi auftauchen. Das heißt, man weiß einfach die Antworten nicht.
Allerdings gibt es so eine Art Rechner dafür. Ja, man kann, man ist dann in Furnace Fun und man beantwortet die Frage einfach, man muss sie raten. Und wenn die dann richtig oder falsch ist, kann man das quasi in diesen Rechner eintragen. Und wenn man genug Fragen da eingetragen hat mit richtig oder falsch, dann kann er dir quasi das Pattern sagen und dann weißt du die richtigen Antworten ab dem Punkt. Ja? Hoffe, das hat man so ansatzweise verstanden, jetzt was ich gesagt habe. Sorry, falls ich jetzt nur durchgerusht bin da. Das ist irgendwie so ein bisschen so ein kompliziertes Thema, dieses Furnace Fun. Also ihr merkt schon, da gibt es irgendwie einiges zu. Ja. Ja, vor allem diese Fee, die Schwester von Kuntilda. Ja, genau. Wie heißt sie? Die gibt ja eigentlich praktisch die Lösung für diese Fragen. Genau, aber es würde halt viel zu lang dauern, für einen Speedrun mit jeder einzelnen Brunhilda zu sprechen. Und ja, aber ist das auch für jedes Pfeil anders? Ja, jedes Mal, wenn du Wenn du in die erste Area reinkommst, wo es diese Brunhilda halt gibt, in dem Moment entscheidet das Spiel halt, welches Pattern von den Fragen du bekommst. Und du kannst Alter Schwede. Wow. Ja, ja. Und deswegen, ich spreche tatsächlich mit einer Brandhelder, weil das schnell geht und die gibt mir 3 Antworten und das kann, wenn ich Glück habe, meine Patterns bis auf 3 Stück, kann das schon einschränken, ja, wenn es richtig gut läuft. Je nachdem. Mhm. Und ja, deswegen spreche ich eben mit der einen, weil es eben meine Überlebenschancen für Furnace Fun eben deutlich erhöht. Ich wäre dann jetzt soweit. Sollen wir anfangen? Oder gibt es noch was? Nee, bitte, du kannst jederzeit anfangen. Es gibt nur immer diese eine Frage, die ich am Anfang stelle, und dann kann es eigentlich direkt losgehen. Ja, natürlich. Gut, dann 3, 2, 1, go! Also, das Spiel fängt direkt mal an. Mit einem Salto am Anfang, der so gut wie Glück ist. Ihr seht gleich, welchen Sprung ich meine. Passiert manchmal, dass man den verpasst. Manchmal kriegt man ihn. Man muss einfach hoffen, dass das Spiel nett zu einem ist. Wir bewegen uns erstmal hier zu der Wand. Jetzt hier hoch. Und ich hatte kein Glück. Beim zweiten Mal hat es funktioniert. Viel Glück übrigens. Vielen Dank. Vielen Dank. Jo, wir sind jetzt hier in Spiral Mountain. Und wir müssen jetzt einfach nur hier die 6 leeren Honigwaben sammeln. Und dann gehen wir auch schon in Gruntys Schloss rein und versuchen Banjos Schwester zu retten. Das ist die geniale Story dieses Spiels. Vielleicht noch kurz, die Leute fragen oft nach der, also was man für 100% überhaupt machen muss. Man muss einfach den Bildschirm der Statistiken genannt ist, den muss man einfach vollkriegen sozusagen. Das beinhaltet alle Puzzleteile oder auch Jiggies, alle Noten und alle leeren Honigwaben. Ja, das ist alles, was man vor 100% braucht. Und das Spiel beenden muss man dann natürlich auch. Man muss nicht alle Mumbo Schädel sammeln. Das denken die Leute oft, aber das muss man nicht. Also wenn ihr seht, dass ich Mumbo Schädel nicht hole, dann liegt es daran, dass der langsam ist oder dass ich ihn nicht brauche. Was ist die schnellste Art, sich fortzubewegen? Jetzt im Moment ist es das, wie ich das so mache, nämlich mit Rollen und dann Flattern, weil die Rollbewegung ist am schnellsten und das Flattern, das behält quasi die meiste Geschwindigkeit dann. Sobald ich in das erste Level reingehe, in Mumbo's Mountain, da habe ich dann den schnellsten Move im Spiel, die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit, die heißt im Deutschen, glaube ich, Huckepacklauf, meine ich. Auf Englisch heißt es Talon Trot. Ups, ich habe vergessen Start zu drücken. Sehr gut. Scheiße. Also das hier ist ja 100%, richtig? Ja, genau. Was gehört denn zu 100% genau? Im Vergleich zu Any Percent jetzt? Ja, also so. Wie gesagt, alle Jiggies. Also ich habe gerade das erste gesammelt. Alle Noten, also es gibt 900 Noten, die in Levels verteilt sind. Und sämtliche leeren Honigwaben. Immer wenn man 6 Honigwaben gesammelt hat, dann geht die maximale Gesundheit um 1 nach oben. Und so der zeitliche Unterschied zwischen den beiden Kategorien wäre jetzt ungefähr, kann man sich das vorstellen? Also man muss dazu sagen, dass Any% wesentlich weniger optimiert ist. Also der 100% Weltrekord ist 2 Stunden und 5 Minuten und Any% könnte man glaube ich auf 1,15 oder so runterkriegen.
Ja, okay. Wobei man auch sagen muss, dass das Game so ist, dass man, glaube ich, 90 Noten nicht einsammeln darf. Ja, genau. Ja, für any percent dann. Man muss alle bis auf 90 kriegen. Das heißt, du musst jedes Level besuchen, weil es 9 Level gibt, in jedem 100 Noten. Und du brauchst 810. Bedeutet, du musst dennoch jedes Level quasi einmal besucht haben. Und der Grund, warum kein Mensch any percent spielt, ist dieser eine Trick, der es uns erlaubt, ganz viele Jiggies zu überspringen. Der ist absolut grauenhaft. Ja, also der ist frame perfect, zerstört die Welt, alles ganz kacke. Also das will keiner machen. Ist furchtbar. Das ist der Punkt, praktisch so wirklich so ein Out of Bounds zeigt. Du klippst Out of Bounds und hast dann einen Frame, um zu springen und hinter die Tür zu springen und wieder in Bounds zu kommen. Ja. Also es ist furchtbar schwierig. Und es ist ganz am Ende des Runs. Das heißt, du kannst den ganzen Run bis dahin kriegen. Und ja, dann geht's einfach den Bach runter, wenn du Pech hast. Ist ja geil. Ich habe eine Zeit lang Any% gespielt und habe echt die Nase voll davon. Also macht echt keinen Spaß so auf Dauer. Kann ich mir denken. Und wann genau kommt der Trick im Run vor? Wahrscheinlich irgendwie so am Ende oder so? Ja, ja, ganz am Ende. Das ist direkt. Oh, das klasse. Das ist die letzte Tür vor dem finalen Kampf gegen Gruntilda, dann den man überspringt quasi. Man braucht halt normal, glaube ich, 25 Jiggies, um die zu öffnen. Und man muss die halt nicht holen, wenn man die Tür überspringt. Ja, aber wie gesagt, das hat halt diesen fürchterlichen Trick. Ich glaube, das, ja. Kein Wunder, das ist keiner Run. Ja, genau. Und das, weiß nicht, 100% ist einfach eine super Kategorie irgendwie. Das ist auch ein super Spiel. Ja, also es macht auf jeden Fall extrem viel Spaß. Also es ist schwer. Also gerade für Anfänger ist dieses Spiel sehr schwer, weil es halt extrem, ja, es ist extrem leicht, sehr viel Zeit zu verlieren, weil wenn man stirbt, dann verliert man alle Noten, die man im Level gesammelt hat und man muss das komplette Level halt quasi nochmal neu machen. Und deswegen ist es schwierig reinzukommen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn jemand Interesse hat, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe vor allgemein vor jedem N64-Spiel Angst. Also ich sag mal so, ich bin halt schon froh, wenn ich in Mario 64 gerade auslauf. Ja, weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, mit Mario 64 konnte ich nie so viel anfangen. Also als Speedgame schon, aber jetzt nicht so als. Also ich guck's unglaublich gerne. Das ist richtig geil, was man da für einen Scheiß machen kann. Ja, das stimmt. Das macht richtig Laune, das zuzusehen, aber selber spielen, ey, boah, kann ich mich jagen mit. Ja? Ja, das ist eine gute Frage im Chat. Wolltest du gerade dasselbe sind auf dasselbe eingehen? Ja, okay, dann. Also der Hauptunterschied ist, dass man in der Xbox 360-Version den meisten Text nicht überspringen kann. Ja, tolle Termite, dankeschön. Das sorgt dafür, dass die Version ungefähr so 2 Minuten langsamer ist oder so. Aber es gibt einen Runner, der spielt auf Xbox tatsächlich. Aber so an Glitches gibt es eigentlich kaum Unterschiede. Also wenn man den Text überspringen könnte, dann wäre es auch schneller, weil es laggt halt überhaupt nicht. Die Ladezonen sind ja eigentlich kaum vorhanden. Also der Bildschirm wird schwarz und wird sofort wieder dann spielbar quasi. Also das spart, glaube ich, pro Ladezone irgendwie 3 Sekunden oder so. Und das addiert sich halt wirklich extrem hoch. Auf was spielst du denn gerade? Auf der Originalkonsole? Also auf der Originalkonsole? Jo. Amerikanische N64. Okay, cool. Warum zählen eigentlich die Cheat-Bücher nicht zu 100%? Ja, keine Ahnung, weil wir halt das nicht mit aufgenommen haben. So gesagt. Also das klingt jetzt nach einer blöden Antwort, aber wir haben ja halt eine Definition quasi gesucht. Und es gibt ja halt diesen, diesen Bildschirm, den man im Pausenmenü aufrufen kann. Diese Statistiken-Screen oder Totals, halt, wie man es auch nennen mag. Und die Cheats tauchen da halt nicht auf. Da werden halt nur die Jiggies getrackt, die Noten und die leeren Honigfarben. Und deswegen, weil wir halt irgendwas brauchten, an dem wir uns orientieren, haben wir halt gesagt, okay, wir sagen einfach 100% ist, wenn dieser Screen quasi erfüllt ist. Und deswegen, weil die Cheat-Bücher da einfach nicht auftauchen, haben wir es halt nicht übernommen. Hier ist jetzt, ihr seht diesen kleinen Tanz, den Banjo jedes Mal macht, wenn er einen Jiggy holt. Den habe ich jetzt hier übersprungen. Das sieht dann ganz cool aus und das spart in dem Fall 10 Sekunden, weil für das letzte Jiggy tanzt er nämlich noch ein bisschen länger. Deswegen bin ich ganz froh, dass das geklappt hat. Ach, er tanzt tatsächlich länger? Wieso? Und wie? Okay. Warte.
So, hier habt ihr jetzt gesehen, wie man Abhänge ein bisschen manipulieren kann, was ich gerade gemacht habe, um das Jiggy hier zu holen. Ja, es ist einfach so im Spiel gemacht, dass wenn du das letzte Jiggy in einem Level holst, dass er halt quasi, also ihr seht das ja, wie quasi jedes Mal diese kleine Melodie spielt und er diesen kleinen Tanz macht. Mhm. Und wenn er das letzte holt, dann ist es halt ein bisschen länger, dass die Animation... Ach ja, stimmt, ich erinnere mich, genau. Ja, und deswegen überspringt man halt mit Vorliebe irgendwie diesen Tanz von dem letzten Jiggy, wenn es halt irgendwie geht. Ich glaube, wir haben nur ein Level, in dem wir es nicht überspringen, weil es halt also sich einfach nicht anders machen lässt, von der Route her. Ansonsten versuchen wir es in jedem Level zu überspringen eigentlich. Und eigentlich hätte ich jetzt hier diese grüne Plattform, die könnte ich jetzt eigentlich noch nicht benutzen. Das ist ein Resultat von diesem Glitch, den ich da ganz am Anfang gemacht habe. Das erlaubt mir nämlich jetzt schon diese grünen Plattformen, diese Sprungplattformen eben zu benutzen. Das ist mit einem Grund, warum das so viel Zeit spart, weil man halt die ganzen Moves schon früh hat. Das führt dazu, dass man das eine Level, das man normalerweise zweimal besuchen müsste, nur einmal besuchen muss. Das ist halt so die Hauptzeitersparnis bei der Geschichte eigentlich. Okay, verstehe. Also ich habe das Spiel ja noch nie gespielt. Echt? Just 10. Wow. Ich bin, der Podcast ist halt einfach hier mein Ding und ich bin natürlich immer da. Ja klar, natürlich. Aber Zylo hat's offensichtlich gespielt. Yep. Einfach casual als Kind oder wie? Ja, ich hab's nie zu 100% durchgekriegt, weil mir eine Welt immer zu schaffen gemacht hat. Da fehlt mir, Rusty Pocket Bay, nehme ich an, die Welt mit dem Schild. Genau. Da haben mir zwei Puzzleteile gefehlt. Und ich wusste einfach nicht, wie ich da rankomme. Deswegen bin ich da so cool, das jetzt einfach mal so 100% zu sehen. Weil bis dahin habe ich alles gespielt. Nur diese blöden zwei Puzzleteile. Sehr schön. Ja, also hier, es gibt nicht so sonderlich viel zu sagen, weil das Spiel ist weniger auf Tricks basiert. Es geht halt viel einfach um Movement quasi, ja, dass man versucht, halbwegs optimal zu sein, weil man muss ja eh alles sammeln. Ja, deswegen bringt es nichts, wenn man da riesen Skips drin hat, weil ich muss ja trotzdem überall hin, um die Noten zu sammeln und so. Deswegen, ja, gibt es nicht so viel zu sagen im Moment. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie kommt das denn, dass man nur einige Moves kann und nicht alle? Das erkläre ich. Also du hast gesehen, gerade eben, habe ich gelernt, wie man fliegt. Und er hat mir diese 25 roten Federn gegeben. Ja. Ich brauche die Federn, um zu fliegen. Wenn man den Move schon könnte. Aber du könntest schon fliegen. Ich könnte das so machen, dass ich dann schon fliegen könnte von diesem manipulierten Pfeil. Allerdings würde er mir dann nicht die 25 Federn geben. Verstehst so, du? Okay. Und weil es halt schneller ist, mir von ihm die Federn geben zu lassen, als dann extra Umwege zu machen, um so viele Federn aufzusammeln, damit ich dann fliegen kann. Ja. So, du siehst, ich habe jetzt dann 30, sonst hätte ich jetzt irgendwie 6 oder so. 5, 6, 1. Oh, scheiße, ich glaube, ich habe mich verzählt. Oh, wow, ich habe es noch irgendwie rausgerissen. Ja, okay, es reicht noch. Nice. Ja, also, diese Welt hier, Treasure Trove Cove, die ist was, die schreckt Anfänger total ab. Also die Leute fangen an, das Spiel zu lernen, kommen zu dieser Welt und dann sagen sie, okay, fuck this shit, weil... Gerade eine Sekunde, ich muss immer die Federn zählen, deswegen. Okay. Na, Fliegen ist in dem Spiel hier eine ziemlich anstrengende Sache für Anfänger zu lernen. Genau, weil das Fliegen einfach sehr schwierig ist. Was die meisten Leute nicht wissen, es ist wesentlich einfacher, das Fliegen, wenn man dabei den R-Knopf gedrückt hält. Es ist recht interessant, weil das steht nicht in der Spielanleitung und Bottles sagt einem das auch überhaupt nicht. Irgendwie erwartet das Spiel einfach, dass man das scheinbar weiß. Man dreht sich viel schärfer und viel besser. Man kann es viel besser kontrollieren, wenn man einfach den R-Knopf gedrückt hält beim Fliegen. Einfach ohne Worte. Ja. Sehr gut. Es ist trotzdem noch schwierig genug dann für die meisten Leute, aber also, ich sag mal so, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann geht's eigentlich, ja. Also. Gerade dieses Level hier, ich finde eigentlich, es macht einen Haufen Spaß, wenn man mal halbwegs sich ans Fliegen gewöhnt hat. Aber wie gesagt, für Anfänger ist es halt echt die Hölle. Also ich weiß auch noch, ich habe so lange gebraucht, bis ich halbwegs mit diesem Level hier zurechtkam. Das war echt furchtbar. Du hast ja auch Any% gerannt, ne? Aha. Ist das dann auch so, dass man, wenn 9 Level gibt und 810 Münzen, Noten gibt? Ja.
Ist es dann auch so, dass man in manchen Leveln einfach 100 Noten sammelt, weil das sich dann gerade so anbietet? Ja, also das erste Level, in dem ich war, in Mambo's Mountain, da sammelt man alle 100, weil also die Any%-Route und die 100%-Route sind quasi komplett gleich, außer dass man in Any% die Honigwaben nicht holt, ja. Weil die Noten halt einfach extrem schnell sind, holt man die halt gerade. Ich muss mich gerade eine Sekunde konzentrieren. Wenn ich hier lande, dann sind das locker 30 Sekunden. Okay, nice. Okay, gut, wir sind safe. sorry, was wollte ich gerade erzählen? Any%-Route und 100%-Route. Ah ja, genau. Und also es gibt zwei verschiedene Arten von Any%, muss man dazu sagen. Das wird schon wieder kompliziert. Die schnellste Version ist die, die man auf der europäischen Konsole spielen kann. Da ist es so. Da ist es so, dass man einige Level als Biene besucht. Ja, also es gibt in diesem Spiel einen Schamanen, der heißt Mombo. Und der verwandelt einen in verschiedene Dinge. Und in dem einen Level verwandelt er einen in eine Biene. Eine Waschmaschine? Eine Biene. Ja, aber eine Waschmaschine geht ja auch. Ah ja, genau, stimmt. Und jedenfalls auf der europäischen Version kann man halt diese Biene aus diesem Level rauskriegen, ja. Und kann damit dann andere Welten besuchen und man kann eben in andere Welten rein, ohne dass man die öffnet. Und deswegen ist diese Version halt ein bisschen schneller, ja, dadurch, dass man weniger Jiggies sammeln muss. Und da sammelt man dann in einigen Levels halt nur ein paar Noten, dafür sammelt man halt in anderen Levels fast alle, weil man sie halt braucht, ja. Also, ja, ist halt recht unterschiedlich, wie das dann ist mit der Notenverteilung in Any%. Also ist Any% so überhaupt nicht optimiert? Es geht, also... Oh wow, das ist Bullshit. also generell, es ist so lange nicht optimiert, bis Stevie die Bobo nicht mal ein paar Runs davon gemacht hat. aber auch er spielt halt viel lieber 100% und steht nicht so auf Any%. Und deswegen, weil er halt nie wirklich lange sich damit befasst hat, ist es nicht so optimiert. Die Sache ist halt, dass dieser Glitch mit dem Furnace Fun, den ich am Anfang direkt gemacht habe, der ist halt relativ neu und der ist halt für Any% auch relevant, aber es hat niemand wirklich Any% gespielt, seit es gefunden wurde. Deswegen sind die Any%-Zeiten jetzt halt auch ein bisschen veraltet, weißt du? Deswegen kann man nicht so wirklich sagen, ach so, im Moment, verstehe, was halt da realistische Zeiten sind, weil das da halt auch eine unterschiedliche Menge Zeit spart, wie das jetzt in 100% halt ist. Deswegen kann ich dir halt echt nicht so genau sagen, was eine realistische Zeit für Any% wäre. Also ist der Weltrekord in Any% eigentlich free? Das würde ich nicht sagen, nein. Also nicht für mich. Für Steve auf jeden Fall, für mich eher nicht. Was ist denn deine PB in 100%? 2 Stunden, 17 Minuten und 20. Und der Weltrekord, was waren wir nochmal? Ich schäme mich jetzt gerade ein bisschen, das zuzugehen. 2 Stunden, 5 Minuten, irgendwas. Man muss allerdings dazu sagen, geht ja noch. Man muss allerdings dazu sagen, dass wirklich, also das ist halt schon so eine ganz eigene Liga, muss man irgendwo auch dazu sagen. Ja, also wenn man mal, wenn man guckt, ich poste gerade in den Chat, der zweite Platz, der ist 6 Minuten langsamer als der erste Platz. Der hat fairerweise diesen Furnace Fun Track nicht benutzt, muss man dazu sagen. Der zweite? Ja. Ja. Aber trotzdem, wenn er den benutzen würde, dann hast du ja gesagt, er spart 2 Minuten, dann wäre er immer noch 4 Minuten hinten dran. Also das sind immer noch Galaxien. Ja, das ist wirklich so. Also der Stift, der ist da schon auf seinem ganz eigenen Level. Also da kann auch keiner mithalten. Ja, und jetzt hier habe ich mich getötet, um wieder diesen Tanz mit dem Jiggy zu überspringen und um direkt wieder am Ausgang des Levels zu sein. Das spart natürlich Zeit, weil ich nicht wieder hinlaufen muss. Das ist sowieso das Geilste an dem Speedrun, dass man sich tötet, um schneller wieder am Anfang zu sein. Ja, das ist schon eine ziemlich witzige Sache. Oh, ich sehe es jetzt, das Leaderboard ist ja voll lang. Ja, es sind viele Leute, die sich mal dran versucht haben. Oh, ja.
Wenn man ganz runter scrollt, 6 Stunden, 7 Stunden, 8 Stunden, ja. 9 Stunden. Ja. Wie gesagt, wenn man stirbt, das kostet einen Haufen Zeit, deswegen da kommen so Zeiten zustande. Der letzte Platz hat 19 Stunden, oh mein ja. Gott. Ach und Razor Nation, du hattest vorhin gesagt, man könnte sich die Fragen einprägen. Das geht nicht, weil das Pattern halt jedes Mal anders ist. Also du könntest theoretisch versuchen, anhand der von dir beantworteten Fragen quasi alle Patterns auswendig im Kopf zu haben und dir das dann durchzurechnen, aber ich glaube nicht, dass das für einen Menschen möglich ist. Nicht so richtig jedenfalls. Aber ich meine, so ein 9. Platz von über 160 ist doch schon eine ordentliche Leistung, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es ist schon okay, also die... Es ist schon okay. Also meine PB ist jetzt nicht fürchterlich, aber es ist doch halt wirklich deutlich Luft nach oben. Also du musst halt auch denken, dass ganz viele Zeiten auf diesen Leaderboards sind halt wirklich so einmal irgendwie gerunnt oder so und dann hier wieder, also... Ja, und so eine... Du redest mit einem Speedrunner, der ist nie mit seinem Run zufrieden. Aber ja, das ist... True Story. Wobei da wahrscheinlich wird der Weltrekord halt auch sagen, sein Run war scheiße. Da ja. Ist noch Luft nach oben. Ja, also er ist nicht zufrieden mit der Zeit im Moment. Weil wie gesagt, das ist doch der Hammer. Dieser Glitch mit Furnace Fun Moves ist halt neu und deswegen, also er kann halt seine Zeit echt noch weiter optimieren. Also für ihn ist es halt wirklich kein Kunststück. Ich glaube, zufrieden als Speedrunner ist man erst, wenn man auf Test-Niveau spielt. Ja, ist so. Wenn dir wirklich nichts mehr besser geht, dann... Wenn du den perfekten Run hast, aber einen einzigen kleinen Fehler drin hast, der 2 Sekunden spart und sagt, nee, der Run war scheiße. Und dann beschwerst du dich noch so. Über RNG. Aber ja, RNG, was ist denn... Wie sieht's mit RNG in diesem Game aus? Ist guter Punkt. Extrem wenig. Also wirklich sehr, sehr wenig. Also in den ersten Levels nahezu gar nichts. Das Level nach diesem hier hat ein bisschen RNG, aber das bewegt sich auch im Bereich von 15 Sekunden vielleicht. Ja, also es ist wirklich nicht die Welt. Die Sache ist, dieses Quiz, das wir schon gesehen haben vorhin, das Furnace Fun, das ist halt da ganz am Ende. Und ich habe schon das erklärt, dass diese Grundhilda-Fragen, dass die halt so da random sind. Ja. Das kann einen halt richtig platt machen, weil wenn man nämlich so eine Grunty-Frage auf einem von den Todesfeldern kriegt und die dann falsch beantwortet, dann stirbt man halt und das kostet einen dann locker 2 Minuten. Ja, also am Ende kann man halt von RNG richtig kaputt gemacht werden, aber so für die Gesamtheit des Runs ist RNG eigentlich so gut wie gar nicht relevant in dem Spiel. Das ist halt ganz cool, weil es ist halt eigentlich wirklich nur skillbasiert und halt minimaler Bullshit wegen RNG. Ist praktisch, nehme ich jetzt einfach mal an. Oder das wird den meisten Leuten wahrscheinlich gefallen. Je weniger ja, RNG, desto besser. Ja genau, also mir persönlich gefällt es. Weil man halt einfach nicht davon abhängig ist, dass jetzt das Spiel sich gerade dazu entscheidet, dass man irgendwie mal, keine Ahnung, eine halbe Minute verliert oder so. Und Halle an die alle Nuggets dazugekommenen. Richtig, wunderschönen guten Abend euch allen. Ich hoffe, euch geht's allen fantastisch. Hallo. Ich finde das auch immer so krass mit dem Atem, wie nennt man das, Managing. Ja, also das ist, das sieht wesentlich enger aus, als es ist, muss man dazu sagen. Also das ist wirklich, ich war da nicht mal nah am Ertrinken. Also, ihr seht, ich habe da gerade diesen Cycle von dem Zahn gemacht. Dieses Level generell basiert eigentlich komplett auf Cycles. Es sind eigentlich nur 2, aber irgendwie ist das Level auch nicht so lang. Also der jetzt gerade mit dem Zahn, das ist relativ wichtig, dass man den trifft. Und dann gibt es später noch einen, der ist um einiges schwerer, aber mal gucken, wird auch irgendwie klappen. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Das Level haben, glaube ich, viele Leute nicht gemocht, weil es ist ein Wasser. Oh, ich mochte das Level. Ich mochte Klappern. Oder wie heißt der? Klenker. Ja, Klenker ist ein cooler Charakter. Ich mag das Level auch, also, aber ich bin irgendwie so der einzige Runner, der das Level mag. Ich weiß auch nicht, wieso. Och, ich werde da wahrscheinlich auch irgendwann mal runnen. Ja, das wäre cool. Ja. Wie viele Deutsche gibt es denn? Wenige. Also du bist der eine da. 2? Was gibt's gleich? Paar gibt's, glaube ich. Du bist einer von 2. Ja, und Trappy hat 2 Runs, hat sie, glaube ich, beendet. Also. Ja. So von, also von Leuten, die wirklich aktiv dabei sind, die. Bin ich eigentlich, glaube ich, der einzige Deutsche. Ja, glaube ich auch.
Aber Banana Batman, der Speedrun Banjo-Tooie. Und der ist ziemlich gut. Weiß nicht, ob er noch im Chat ist. Wer? Banana Batman, der vorhin da war. Ja, der ist ein guter Banjo-Tooie-Spieler. Ja, der ist dann, er ist noch im Chat. Hey! Ja, 15, ich weiß, es war sehr gut, dankeschön. Normalerweise ist das 23 so eine gute Zeit, oder? Ja, 22 ist sehr gut, also 21 versucht man, also mit 20 wäre ich zufrieden gewesen, 15 ist eher so. Es ist ein, ja, Podcast-Run, also ich kann nicht mehr erwarten. Es ist ein No-Reset, das ist eigentlich etwas, das gibt's gar nicht für das Spiel hier. No-Reset? Ja, oh scheiße, okay, also den Zeiger kann ich glaube ich vergessen. Yep, du bist doch auch, Moment mal. Cycle ist rum. Du hast doch auch was für das Oktoberfest submitted. Ja, hat er. Remnants War. Oh, scheiße. Ah, so doof. Ah, fuck. Okay, gut. Whatever. Ein Cycle verpasst, ist nicht so wild. Ja, da, Sonntag, 1. November. Rayman 2. So, jetzt hier muss man einfach diesen Segler dann ausweichen. Man muss nur wissen, wie die Cycles sind, dann ist das okay. So, und jetzt gleich kommt was Cooles. Und 1, 2 und gib ihm. Diesen Move hätte man hier eigentlich noch nicht, das ist auch von dem Glitch mit Final Spawn. Das finde ich halt das Härteste, dass man einfach diesen in dem im Flug Dash-Sprung schon kann. Ja. Das ist so ein cooler Move, das ist mein Lieblingsmove in dem ja, Spiel. Der den hat man einfach cool. Schon am Anfang im zweiten Level. Ah, scheiße, ich soll hier gar nicht in Traum schon. Na egal. Okay, also dieses Krankhaus-Cabern war so ein bisschen für den Arsch, aber passt schon. Hätte schlimmer sein können. Ich habe in dem Level hier schon Sachen angestellt, ey, also. Ich werde mich wirklich nicht beschweren. Da kann man wirklich ganz furchtbare Dinge machen. Da bin ich aber mal gespannt. Ich weiß ja schon, was witzige Sachen während dem Speedrun passieren können. Also ich habe noch nie gesehen, dass jemand es geschafft hat, in diesem Level zu sterben, ohne es zu wollen. Also das wäre echt eine Härte. Also eigentlich fast. Bist du öfter mal ertrunken oder was? Wie bitte? Bist du öfter mal ertrunken oder was? Ja gut, ertrinken ist das eine, aber also dass es jemand geschafft hat, durch Schaden zu sterben in dem Level, das habe ich noch nie gesehen. Wenn das jemand schaffen würde, dann wow. So, jetzt. Ein neues Highlight. Ja, echt so. Jetzt hier am Schluss haben wir die Snippets, das sind diese Mutantenkrabben. Die können entweder perfekt gehen oder ganz furchtbar. Das hängt davon ab, ob sie kooperieren. Schauen wir mal. Wie funktioniert das mit dem schneller Tauchen? Das habe ich nur nicht so ganz gerallt. Jo, klar, Moment. Hey, sie haben kooperiert. Nice. Du siehst diesen Move mit, also wo ich mit Kazooie rumlaufe, also Talent Trot nennt sich der ja. Ja. Die Animation dafür, dass man aus diesem Move rausgeht. Also verstehst du, wenn ich quasi dann den Zeltknopf loslasse, wodurch ich dann rausgehe aus dieser Animation. Das ist eine Animation, die kann nicht unterbrochen werden. Und die wird auch nicht durch eine Wasseroberfläche unterbrochen. Das heißt, wenn ich rutsche, dabei den Zeltknopf loslasse und dann fangen Banjo und Kazooie an, quasi aus Talent Trot rauszugehen, dann läuft quasi diese Animation und wenn ich dabei ins Wasser falle, dann denkt das Spiel quasi, die Wasseroberfläche wäre nicht da. Ja, also es beendet erstmal die Animation, bevor es dann halt sagt, okay, hey, jetzt bist du im Wasser. Und solange die Animation dauert, sinke ich halt ganz schnell ins Wasser rein, als würde ich halt einfach durch Luft fallen, ja. Das ist halt schon ziemlich cool irgendwie. Ja, das sieht auch immer ganz cool aus.
Also das kommt noch ziemlich oft vor, ich kann es dann auch nochmal erklären, wenn ich gerade dabei bin. Ich habe das jetzt irgendwie gar nicht dran gedacht, das zu erklären. Es gibt so viele Kleinigkeiten halt irgendwie, die man erklären kann in dem Spiel. Ja, und da ich sehr interessiert an dem Spiel bin, werde ich wahrscheinlich die Fragen stellen. Ja, das war schön. Ja, und ich bin jetzt hier ertrunken und das ist Absicht, weil man nämlich gerade da alles gesammelt hat, was man braucht. Und es passt halt irgendwie perfekt so, dass dieser Schwimmabschnitt dann quasi genau da endet. Und man einfach ertrinkt und wieder am Anfang des Levels ist. Macht man das in jedem Level sterben? Also aus dem ersten? Lass mich mal überlegen, das ist eine gute Frage. Ah ne, in Clock, doch, da macht man es auch. Ne, in Clicklock Wood stirbt man nicht. Echt nicht? Ne. Oh, da habe ich eine. Ich habe da mal eine Route gesehen, wo sich jemand in den Bienenstock am Ende noch sterben lässt. Nee, nee, weil dann ist man stirbt nicht, man voided out. Also man. Ah ja, stimmt sowas, also, genau. Es gibt so einen Clip in diesem Bienenstock, wo man dann raus kann und wenn man in diesem Spiel zu weit out of bounds fliegt, dann setzt es einen auf den Level-Eingang einfach. Das macht man in Clicklock Wood dann später. Das sehen wir dann auch genau. Noch. Aber abgesehen davon. Lass mich mal überlegen. Ne, in Mad Monster Mansion, da stirbt man auch nicht. Stimmt, da brauchen wir ja. Das ist auch meine Lieblingstransformation übrigens. Der Kürbis. Der Kürbis. Der Kürbis kann einfach gar nichts. Ja, der Kürbis ist cool. Doch, der Kürbis kann durch die Tür. Ja, der Kürbis ist klein. Ja. Das ist das Einzige, was er ist. Ja, doch, aber eine Transformation, die komplett nutzlos ist, ja, finde ich saulustig. Ist schon cool. Das ist halt wirklich nur. Also der Kürbis ist quasi so ein laufender Trigger, ja, weil er der Einzige ist, der in diese kleine Hütte rein kann und man muss halt unbedingt in die Hütte rein. Das lässt sich nicht vermeiden. Ja. Also es wurde auch schon probiert, in diese Hütte rein zu glitschen irgendwie, aber die Ladezone ist tatsächlich nur dann aktiv, wenn man der Kürbis ist. Also ist oh, halt okay, bisschen, das ist schlau von dem Spiel. Ja. Ist clever programmiert. Ganz untypisch für Rareware-Spieler eigentlich, aber ja. Donkey Kong 64. Da werde ich übrigens niemals einen Any% Speedrun machen. Das Spiel ist viel zu geil, um das kaputt zu machen. Ich spiele es gerade im Moment noch. Ich Was bist du denn für ein Speedrunner? Ich mache schon Donkey Kong Country 2 kaputt. Das ist schon sehr viel von mir verlangt. Aber ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Glitch Speedruns. Dann können wir keine Freunde werden. Doch, können wir schon. So Vegetica könnte ich auch mal zocken. Ja, das ist mir so Mr. Tigers Ding. Ach so, du bist das gar nicht. Nee, das war Mr. Tigers. Ach, du warst Uncharted und Borderlands. Ja, ich bin das ungefähr 7 Spiele oder so. Es kommen immer mehr dazu. So, das Level hier, Bubble Gloop Swamp, das ist eigentlich ganz cool. Also, vor allem seit diesem neuen Glitch ist es cool. Weil vielleicht weißt du noch, wenn du das Spiel gezockt hast, es gibt hier dieses Krokodil, Mr. Vile, mit seinem mega furchtbaren Minispiel. Das ist mega lustig. Ja, nicht für Speedruns, weil früher war es nämlich so, dass wir das ohne die Speedschuhe gemacht haben. Und das hat halt dazu geführt, dass man mehr als einen Run da verloren hat, weil es halt ziemlich schwierig ist ohne die Schuhe. Aber jetzt, durch den neuen Glitch, haben wir jetzt hier schon die Schuhe und das Spiel ist ungefähr 10.000 Mal einfacher. Und deswegen mag ich das Level jetzt auch, weil ich nicht mehr die Hälfte meiner Runs hier verliere. Das weiß schon, der hat so eine witzige Mechanik, der Dude. Also ähnlich wie bei Mario Kart. Ja, ja, klar. Also ja. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, klar, das ist, das hat man auch benutzt zum Teil, das Rubberband. Allerdings ist das Problem, manchmal hilft es halt leider einfach nicht. Also manchmal kann man wirklich machen, was man will, er wird einen abziehen, ja. Wenn man einfach zu schlechte Spawns kriegt von diesen Dingern, die man essen soll, dann kann man halt wirklich nichts davon machen. So, hier pushst du jetzt, damit ich nicht sterbe. Würde ich in einem normalen Run nie tun, dann würde ich lieber sterben, als die Gesundheit zu holen. Aber ist ja Ausnahmezustand gerade. Hier muss man einfach keine Angst haben und nicht runterfallen. Den Cycle habe ich verpasst. Das Allertollste, ich habe ja schon einen Run gesehen und fand den schon ultra krass, deswegen bin ich auch jetzt dabei und damit ich einen Runner selbst fragen kann.
Das Allergeilste an diesem ganzen Speedrun ist die Wüste. So wie ich war, ey. Ja, die Wüste, die hat. Die ist so geiles Routing. Danach habe ich mir gedacht, Alter, wow, was du alles auswendig lernen musst. Willst du wissen, wie mein Split für Gobi's Valley heißt? Wie? Shit. Oh, cool. Also, ist einfach. Also, ich sag mal so, eigentlich ist das Level wirklich spaßig, aber es ist so leicht einfach zu verkacken, wirklich. Ja, ja. Ja. Also es gibt da auch diesen einen Trick, den ich nicht machen werde, weil den mache ich auch in PB-Attempts nicht. Der nennt sich Gobi Clip. Das ist ein furchtbar unzuverlässiger Trick einfach und man verliert reihenweise Runs. Und ich brauche den Trick halt absolut noch nicht, um eine richtig gute Zeit zu kriegen und deswegen mache ich ihn im Moment noch nicht. Und weil ich halt jetzt auch überhaupt keine Übung darin habe, mache ich ihn jetzt auch heute nicht. Ich kann ihn vielleicht am Ende zeigen, wenn jemand Lust drauf hat, den zu sehen. Ja, aber es gibt halt generell einen ganzen Haufen von Tricks in dem Level, also viel mehr als im restlichen Spiel. Und es ist halt wirklich mega einfach, dass man irgendwo... Ah, scheiße, das wird nicht funktionieren. Fuck, es hat funktioniert. Okay, eigentlich hätte ich hier das schießen sollen, dann runterspringen und den Knopf drücken. Dann hätte das nämlich die zwei Cutscenes zur gleichen Zeit gespielt und ein bisschen Zeit gespart. Aber naja, gut. Also ich sag mal so, wenn ich es schaffe, in diesem Run Sub-220 zu kriegen, dann bin ich eigentlich zufrieden. Das oh ey, wenn ich das Spiel schon sehe, habe ich schon richtig Bock, das zu zocken. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, keine Frage. Ihr zwei macht ein Race, wenn? Nee, also Run würde ich das erstmal nicht. Erstmal will ich das wieder casual spielen, um alte Erinnerungen wieder hochzuholen. Um wieder reinzukommen. Ja, weil das Game macht wirklich Bock ohne Ende. Also selbst für jemanden, der nicht kennt und einfach zocken will, kann ich nur empfehlen, macht Spaß ohne Ende. Allerdings. Das ist es gibt halt auch wirklich 9 riesengroße Welten, in denen du so viel Scheiß machen kannst. Das stimmt allerdings, ja. Wir kommen jetzt gleich zu dem großen RNG-Faktor in diesem Level. Tip-Top Turtles heißen die Kollegen. Das sind die kleinen Schildkröten, die in dieser großen Schildkröte sind. Und die geben dir quasi so ein Memory-Spiel. Die Sache ist, je nachdem, in welchem Abstand die einzelnen. Oh, das war ja Bullshit, warum habe ich das denn nicht gekriegt? Je nachdem, in welchem Abstand die Schildkröten zueinander sind, dauert das halt länger oder weniger lang. Und deswegen kann man da halt doch ein bisschen Zeit verlieren bei diesem Spiel. Aber es ist nicht allzu schlimm. Ist das, also, sorry, wenn ich das so zwischendurch Fragen stelle, aber das Memory-Spiel in der Pyramide, ist das eigentlich immer gleich? Ja, das ist immer gleich. Gott sei Dank ist das immer gleich. Okay. Das wäre furchtbar ätzend, wenn das nicht immer gleich wäre. Das wäre so ein Potenzial für Zeitverlust. Zum Beispiel hier, die erste Schildkröte ist gut, weil die direkt vor mir ist. Die zweite ist scheiße, die ist nämlich komplett hinten. Und die hier ist auch scheiße, weil zu der hatte ich auch einen langen Weg. So, oh scheiße, wo habe ich meinen Stift und mein Papier hin? Oh fuck. Das habe ich gar nicht. Du schreibst ja das auf? Ja, im Normalfall schon und jetzt habe ich das nicht hier liegen. Okay. Das würde ich in Donkey Kong Country 303% auch machen. Wir würden dir gerne helfen, aber wir haben leider Delay drin. Merkst du, ne? Für so einen Scheiß bin ich nicht zu haben. Zylo, ein Freund und Helfer. Also. Ich würde helfen, wenn ich das könnte, aber ich kann so Memory-Spiele einfach überhaupt nicht. Wenn du das sagst, dann kannst du es doch nicht. Ein bisschen positiv denken hier. Mäh. Ja, aber hast schon nach recht eigentlich. Oh shit. Thank you.
Ach, um Gottes Willen, das war ja absolut furchtbar. Scheiße, das habe ich vergessen, vorm Run mir zurechtzulegen. Ups. Seid ihr noch da? Ja. Ah, okay, cool. Wir wollten dich nicht in deiner Konzentration unterbrechen. Nee, ich hab nur irgendwie mir gerade hier noch so mein Papier geschnappt und wollte das aufschreiben und dann bin ich aber nicht dran gekommen, weil ich die Kopfhörer nämlich in den Ohren hatte. Das war gerade ein bisschen chaotisch. Hat man vielleicht gemerkt. Hey, Kendrick Breaker. Und guten Abend an Mietner 10. Hallihallöchen. Ukulele, keine Ahnung, das Spiel kommt in über einem Jahr raus, glaube ich, also hab noch keine Meinung dazu. Aber ich freue mich, dass ein Spiel in dem Stil gemacht wird, muss ich sagen, also das ist schon ziemlich cool. Ich bin gespannt drauf, jedenfalls. Ach, ist das dieser geistige Nachfolger von Banjo-Kazooie? Genau. Ist euer Stream auch an Baufahren? Nee, gerade nicht. Okay, gut. Dann liegt's nicht dran, dass ich irgendwie Frames droppe oder so. Naja, man sollte eigentlich nicht streamen und gleichzeitig nebenher den Stream schauen. Das geht normalerweise eigentlich problemlos. Also bei mir jedenfalls. Also bei mir läuft alles wunderbar. Das ist bei mir auch. Das ist top. Solange es nicht irgendein random Steam Download ist im Hintergrund? Nee. Ich habe ansonsten gar nichts offen im Hintergrund. Hab nur das offen, was ich brauche. Ups. Das war ganz schön knapp. Mit der Libelle vom Tier, für der Haustür. Ach, die, das Verhalten von denen ist berechenbar, deswegen ist es nicht so gut. Aber es sieht ein bisschen scary aus, so. Aber die verhalten sich eigentlich immer gleich, deswegen weiß man, okay, die ist gefährlich gerade oder nicht. Was für ein Labyrinth aus Majora's Mask? Muss man vielleicht überlegen. Was? Wo war denn da ein Labyrinth? Hier das Labyrinth, wodurch du gerade gelaufen bist, also Labyrinth, das ist eigentlich nur ein Weg. Schreibt Foxinator, das sieht aus wie das Labyrinth aus Majora's Mask, aber ich will gerade überlegen, wo da ein Labyrinth war. Gute Frage. Vielleicht aus Ocarina of Time am Anfang, direkt am Wald. Da ist ja so ein kleines Labyrinth. Ja, verloren. Im Deko-Reich? Ist aber trotzdem. Keine Ahnung, ich hab Majora's Mask nie gespielt. Das ist ein Sumpf! Und der ist. Hier ist man auch gerade im Sumpf. Jupp. Ja, das Minigame hier, da gibt's nicht viel zu sagen, außer dass ich Angst habe zu verlieren. Und ich hoffe, dass es nicht passiert. Weil das kostet nämlich sehr, sehr viel Zeit. Und vor allem, wenn ich Pech habe, wenn ich verliere und ihm zu nahe bin, dann beißt er mich und dann bin ich tot. Also ursprünglich ist es vom Spiel wirklich so geplant, dass man, man könnte dem Mr. Wild auch einfach das Essen wegessen. Das ist auch eine Taktik, in der man... Also ich denke mal, es ist so vorgesehen, dass man halt später hier wieder zurückkommt und dann halt die Schuhe hat, weil ich denke halt, deswegen sind sie da. Man kann aber halt auch, und das haben wir halt früher gemacht, dann das einfach ohne die Schuhe machen. Ja, es ist halt wesentlich schwerer, weil man halt einfach dann sau langsam ist, weil er wird halt richtig schnell, wenn du weit vorne dran bist. Hattest du ja vorhin schon gesagt, das mit dem Rubber Banding eben, dass ja, man weit vorne dran ist, dass er halt, ja, abgeht wie Sau. Aber, ja, wie gesagt, also man kann das schon gewinnen, ja, also meistens gewinnt man es dann auch. Aber manchmal hat man dann halt einfach so ein Pech damit, wie diese Dinger, wie die eben spawnen, dass man halt wirklich quasi keine Chance hat zu gewinnen. Wenn quasi immer gerade die du essen willst, dir vor der Nase wieder die spawnen und direkt vor ihm welche spawnen und der ganz viele auf einmal kriegt, das passiert dann manchmal und da hat man dann halt echt Pech. Also, es kann sogar passieren, dass man mit Speedschuhen verliert. Ist aber doch wesentlich unwahrscheinlicher.
Ach ja, an dieses Minispiel hier kann ich mich aus ein paar SGDQs erinnern. Oder ein paar GDQs. Mhm. Ich glaube, Steve hat mal bei einer das alle GDQ verloren in dieses Spiel. Dass diese Spiele immer alle abfeiern. Also jetzt das Minispiel? Das macht doch Spaß, finde ich. Also alles einfach so oft zu mampfen, das ist witzig. Ja, ja, es macht. Also jetzt. So, als ich das früher gespielt habe, da hat mir das auch Bock gemacht, das Spiel, also keine Frage. Es ist ganz spaßig, es ist ganz lustig. Es macht aber keinen Spaß, wenn du eine Minute vor deiner PB bist und dann einfach den Run verlierst, weil das Spiel dich platt macht. An dem Punkt lernst du es dann irgendwie zu hassen. Und jetzt lag's gerade ein bisschen bei mir irgendwie. Echt? Ja, ich hoffe, dass mein Internet sich in den Griff kriegt. Das hat manchmal so ein kleines Durchhängerchen. Aber das. Bei dir auch Zeit? Ja, bei mir ruckelt das auch ab und zu. Also wie gesagt, das ist das fixt sich dann normalerweise eigentlich wieder selbst. Das sind dann nur hoffentlich. Dann meistens. Ja, so ein kleines bisschen ruckelt's auch. Also das Problem ist auch so ein bisschen, ich kann da nichts dran machen. Also ich habe da schon alles durchprobiert. Ich muss einfach warten, bis es wieder besser wird. Ja, es laggt gerade auch bei mir relativ stark. Ja, Drop of Frames. Ach, Internet. Ja, das ist so eine Sache. Gratis Glasfaser für jeden oder so. Ja, das wäre echt was. Bin ich stark dafür. Das ist bei mir irgendwie immer so um dieselbe Tageszeit etwa, das ist so ein bisschen lag von ein paar Minuten. Aber wie gesagt, das geht dann meistens von selbst wieder. Hoffen wir, dass es gleich wieder vorbei ist. Ja. Tut mir leid für die Lags gerade im Stream. 45, 60. Aber es ist. Ja, also tut sollte auch hoffentlich gleich vorbei sein. Von meiner Seite auch. Entschuldigung, ich kann leider echt nichts dran machen. Ich hoffe einfach, dass es besser wird. Ja, ich sehe jetzt, die Frames werden gedroppt, aber. Wie gesagt, es dürfte wieder besser werden. Ist der Stream hier gerade ein Dubstep-Lied oder was? Ein Drop nach dem nächsten? Ja. Den Punz. Ich kann gerade nicht widerstehen. Also, da dieses Jiggy aus dieser Statue soll man eigentlich anders holen, aber es ist halt schneller, wenn man es so macht. Und da quasi so ein bisschen drauf rumspringt, also falls man das in dieser Slideshow sehen kann. Das hatte ich so nicht geplant. Eigentlich soll man da in diese Base da reinspringen und dann wird man in die Statue geschmissen. Sorry, falls ich jetzt jemanden gespoilert habe. Oh, Down Cheater, komm schon. Ach Gott, da war meiner besser. Das stimmt. Oh wow. Ich hab Spaß. Ein Down, oh mein Gott, ey. Syndrome over there. Hab noch nie so krasse Lags gesehen. Dann bist du nicht viel auf Twitch, mein Freund. Es gibt ja verschiedene Art von Lags. Es gibt die Frame Drops und es gibt die Buffering. Frame Drops sieht man, die kommen meistens so vor, wenn das Internet vom Streamer gerade so ein bisschen verreckt. Genau, das passiert bei mir gerade so ein bisschen. Wie gesagt, das ist meistens an so einem Zeitraum von ein paar Minuten. Also im Moment dauert es schon relativ lange eigentlich. Normalerweise dauert es nicht ganz so lange. Und die normalen Buffering-Probleme, das ist normalerweise, wenn das Internet vom Zuschauer nicht ganz mitmacht. Oder die Twitch-Server rumdödeln. Diesen Trick mit den Ringen, den wirst du aber anwenden, oder? Ja. Okay. Das mit den Ringen mache ich. Das ist auch eigentlich recht spaßig, wenn es funktioniert. Aber ich bin zuversichtlich. Oh, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das funktioniert. So, wir sind jetzt hier in wie heißt das? Shit.
und versuchen jetzt mal unser Glück. Okay, können wir die Speed-Schuhe jetzt benutzen am Anfang, weil wir die schon hatten. Normal würden wir das hier lernen in der Mürbe. So, und den ersten Ring, den machen wir jetzt direkt am Anfang. Sauber. Der Witz bei diesen Ringen ist, dass wenn man in eine Ladezone reingeht, dann ist der erste Ring immer wieder an derselben Position. Ah shit, jetzt habe ich das verpasst. Aber der Zähler für die Ringe quasi, der ist dann immer noch an derselben Stelle. Also man muss fünfmal durch die Ringe durch und der Zähler gilt halt immer weiter hoch und deswegen ist es schnell, wenn man dann quasi immer, wenn man gerade aus einer Ladezone rauskommt, quasi gerade einmal schnell durch den Ring durchhoppt. Und jetzt habe ich das hier verkackt. Okay, gut. Nette Dia-Show. Ich glaube, das mit dem Ring hat auch gerade keiner verstanden, weil ich irgendwie nebenbei gespielt habe und das total beschissen erklärt habe. Sorry. Also zusammengefasst, es ist einfach schneller, wenn man da ein paar Mal so vom Boden aus durch diese Ringe durchlatscht. Ja, ich finde das einen ganz interessanten Trick. Ja, es ist echt cool. Also, das ist wirklich eine coole Sache. Sind die paar Minuten schon vorbei? Wie lange ist das, paar Minuten? Glaub mir, ich wünsche mir mit am allermeisten, dass es aufhört zu liken und ich wünschte auch, ich könnte was dagegen tun. Okay, es wird ein bisschen flüssiger. Hashtag Hoffnung. Don't you fucking jinx it. So, hier würde man jetzt Gobi Club. Ja, es wird besser. Jetzt ist es besser. Okay, cool. Hier würde man jetzt Gobi Club machen, aber Hashtag fuck Gobi Club. Ich glaube, es wird langsam besser. Ja, langsam kommen wir wieder in die flüssigen, in den flüssigen Stream-Bereich. Okay, gut. Also wie gesagt, tut mir echt leid. Aber nur langsam. Nee, also bei mir läuft es jetzt wieder flüssig. Echt? Was? Yep. Ja, bei mir läuft es auch wieder flüssig eigentlich. Das finde ich auch so witzig, dass man dem einfach in die Nase schießt, ja, dass er dann einfach niest. Läuft bei flüssigen 30 Sekunden pro Frame bei mir im Moment. 30 Sekunden pro Frame? Das ist aber dann eine ganz krasse Dia-Show. Ja. So, und jetzt hier. Nichts Spektakuläres. Man füttert diese Jungs einfach mit Eiern. No homo. Wow. So, und jetzt hier der Ring hier nach, da ist es mit Abstand der schwerste. Eigentlich ist es der einzige, der schwer ist. Okay, hat geklappt. Nice. Weil das ist ein bisschen komisch, da die Kamera gescheit zu manipulieren. Weil die da gerne mal Unsinn macht, wenn man da zwischen den Pfoten ist. Weil die dann versucht, sich selbst zu justieren und dann ist der Ring auf der Kamera. Und dann spawnt er früher als man will, das ist ganz ätzend. Ich hasse ja alles, was die Kamera manipulativ beim N64 zu tun hat. Das ist alles grauenhaft. Also die Kamera in dem Spiel ist eigentlich sehr gut. Das gibt, also sie ist zu 90% sehr gut und 10% furchtbar, weil furchtbar ist sie genau dann, wenn Banjo nicht auf dem Bildschirm ist. Dann versucht sie nämlich sich selbst zu justieren. Und das macht sie dann manchmal, indem sie sich einfach um 180 Grad dreht. Und das ist halt meistens ziemlich scheiße. Wenn du halt dann den Stick irgendwie in die eine Richtung gerade hältst. Und auf einmal kriegst du dann einen Kameraflip von 180 Grad. Das ist also selten, selten wünschenswert. Das ist jetzt das Memory-Spiel, das du vorhin gemeint hast, ne? Mit dem was? Hier. Dieses Memory-Spiel hier drin. Ja, genau. Das ist Gott sei Dank immer das Gleiche. Es gibt später auch noch was, das Gott sei Dank immer das gleiche ist, nämlich das Lied auf der Orgel, das die Hand spielt im nächsten Level. Wenn das nicht immer das gleiche wäre, dann müsste man da immer eine Ewigkeit warten. Deswegen ist es ganz cool, dass man das einfach lernen und dann da reinhämmern kann.
Einfach eiskalt in die Feder gezeigt. Ist Kazumi eigentlich ein Phönix oder ein Strauß? Also auf Englisch heißt sie Breagle, also weiß ja, also Möwe heißt ja Seagull und weil sie beim Springen immer so Bri, 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 heißt sie halt Breagle auf Englisch. Also es ist kein echter Vogel. Keine Ahnung, wie die auf Deutsch genannt wird, ehrlich gesagt. Also ich dachte immer, das wäre ein Strauß, aber dann wurde ich letztens korrigiert und sagte, ey, das ist ein Phönix. Also soweit ich weiß, ist es irgendein Fantasievogel einfach, aber kein Phönix. Ein Phönix ist kein Fantasievogel. Ja, nee, ich meine ja, was? Ich meine ja, ist okay. Ich meine ja, es ist ein Fantasievogel, aber kein Phönix. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ob ich das hier richtig hinkriege. Grabber. Dieser Kollege, der einen Jiggy geklaut hat. Hat er nicht geklaut, er besitzt es seit 1000 Jahren, wie er sagt. Yep, und ich hab's gerade erfolgreich geklaut. Und die Musik ist kurz aus, aber die kommt gleich wieder. Das passiert irgendwie seltsamerweise, wenn man das Jiggy mit dieser Attacke wegschnappt, da setzt die Musik einfach kurz aus. Das ist ganz lustig. Boah, das Game ist ziemlich weit hinten dran bei mir. Ups. Mir ist übrigens gerade eingefallen, es gibt noch eine nutzlose Transformation, ja, die aber nicht so lustig aussieht wie der Kürbis. Der Walross kann auch gar nichts. Stimmt, das Walross. Doch, das Walross kann. Doch, der kann durch Wasser laufen, aber toll. Ja, das auch, stimmt. Warte, was kannst du noch? Was wolltest du sagen? Ich kann den Schlitten benutzen, den man braucht, um das Rennen zu machen, dann. Das Rennen gegen Yay. Den hey, Banjo kann das nicht. Das stimmt, aber. Toll. Holt man sich diese Honigschale mit einem kleinen Damage Boost, der zum Glück funktioniert hat. Da kann man richtig viel Zeit verlieren. Weil man hat nur zwei Versuche und ansonsten dauert es ewig, bis man dann genug Leben sich wieder gesucht hat. Damage Boost. Ich liebe solche Kleinigkeiten. Ja, das ist echt. Ja, so ein Kram macht auch echt Spaß. Also, wenn es klappt, macht es echt Spaß. Gleich mal kurz F5 drücken wegen dem Delay. Ich hatte auch gerade über eine Minute Delay, jetzt bin ich wieder bei 10 Sekunden. Wahrscheinlich durch die ganzen Frame Drops gerade. Jetzt kann ich auch gerade, weil jetzt ist nämlich hier Cutscene. Hoffentlich hat das jetzt nicht das Audio aktiviert vom Stream. Ne, hat's nicht. Wir haben jetzt hier das Wasser aus der Pyramide gelassen. Da können wir dann in diesem Becken können wir dann später schwimmen, weil da sind ein paar Noten drin, die wir brauchen. Und ein Jinjo ist da auch drin. Die Jinjos sind eh cool, die stehen einfach immer an gefährlichen Orten rum und kein Mensch weiß wieso. Ja, die müssen ja gerettet werden. Ja, die sind doch in Gefahr. Ich glaube, es heißt dann irgendwie, die stehen unter einem Zauber oder so, dass sie sich nicht bewegen können. Also hast du deine Erklärung. So, und jetzt hier der letzte Ring. Oh, zum Glück bin ich nicht gesprungen. So, manchmal reagiert dieser Trigger einfach nicht. Und das ist ziemlich tückisch, wenn man dann nämlich schon runtergesprungen ist und dann muss man wieder drauf und das ist gar nicht so einfach. Jetzt hier, ist es jetzt furchtbar leicht, ganz viel Zeit zu verlieren. Weil wir überspringen quasi dieses Labyrinth hier komplett. Und wenn es gut läuft, dann geht das in ein paar Sekunden. Wenn es schlecht läuft, dann dauert es sehr viele Sekunden. Und das war sehr schlecht. Hast du den Skip gefailt? Okay, jetzt hat's aber geklappt. Okay. LOL! Das waren so knappe 10 Sekunden, das ist schon okay. Es kann viel, viel schlimmer ausgehen. Dieser Sprung auf die Wand, den zu kriegen, der ist ein bisschen ätzend, weil diese Oberfläche einfach total komisch ist. Wenn man dann von der Wand einen komischen Sprung kriegt, dann... ätzend.
Kann das sein? Jetzt haben wir hier wieder so einen Quick Dive. Und du siehst, da habe ich jetzt Schaden genommen, weil ich quasi mit so einer Geschwindigkeit da unten aufschlage, dass das Spiel denkt, okay, da kann noch kein Wasser drin sein. Also muss noch der Sand da sein, der mir Schaden zufügt. Und ich will den Schaden da tatsächlich nehmen, damit ich dann am Schluss hier später schneller sterben kann. In der Hoffnung, dass ich nicht zu früh sterbe. Ja, das Level war eigentlich gar nicht so schlecht. Bisschen unsauber, aber nicht allzu schlimm. Ich fand's voll okay. Du weißt doch, wenn man ist bei seinen eigenen Speedruns dann immer viel kritischer. Okay, jetzt bitte nicht zu früh in den Sand fallen, das wäre wirklich schön. Aber die letzten 5 Noten holt man nämlich erst ganz am Schluss. Gut, gut. Ups, jetzt haben wir hier wieder dieses Kamel. Also der steckt ordentlich ein im Verlauf des Spiels. Also viermal oder so stampft man auf ihn, der Arme. Oh wow, ich glaube, ich krieg sogar noch unter einer Stunde Gobi's Valley. Oh baby, Sub 1, immerhin. Immerhin. Wie gut ist das? Nicht furchtbar. Ah, okay. Also ich sollte was kriegen, das mit 58 anfängt, aber es ist schon in Ordnung. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie mein PB-Split ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, der ist aber gerade mal knapp unter einer Stunde. Also ich glaube, ich bin nur so 15 Sekunden oder so hinter meiner PB tatsächlich. Das Puzzleteil finde ich so doof, dass man das einfach skippt. Ja, es ist halt echt... Das ist halt echt ziemlich flach. Der Witz dabei ist, es sieht ja aus, als würde das furchtbar viel Zeit sparen, weil man halt gar nicht zu diesem Schalter muss und so. Tatsächlich spart es nur irgendwie 3-4 Minuten, weil... Sekunden meine ich. Weil wenn man den Schalter einfach drücken würde, dann müsste man nicht vorher den Schalter drücken, damit diese Sprungplattform da rumläuft. Keine Ahnung, ich finde das ganz lustig, dass das so aussieht, als würde das voll viel sparen, dabei spart es eigentlich fast gar nichts. Haben wir jetzt hier ein bisschen Downtime gerade. Ist nur geradeaus schwimmen quasi. Aber wie gesagt, also der Anfang in meiner PB ist halt ziemlich scheiße auf Deutsch gesagt. Deswegen sind wir jetzt gar nicht so weit davon entfernt. Ich find's immer besser, wenn du am Anfang des Runs verkackst, anstatt am Ende. Ja, das stimmt. Weil da kannst du einen neuen Run anfangen und dann bist du irgendwo bei minus einer Minute, so ab der Hälfte, und dann ist das irgendwie viel besser als andersrum. Ja, das stimmt schon. Ich habe eigentlich überall in meiner PB so einiges an Zeit, die ich sparen kann. Meine PB ist eigentlich ganz schön schlecht, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke aktiv. Sagte Platz 9 auf dem Leaderboard. Naja gut, du musst halt echt immer überlegen. Also das klingt gut, wenn du das so sagst, von wegen Platz 9, aber du musst echt überlegen, also die meisten Runner sind halt nicht aktiv. Und viele Zeiten sind halt auch wirklich uralt. Das sieht immer so witzig aus, wenn man da durchs Wasser fällt. Ja, es ist schon cool, es ist echt... Das ist auch so einer der tiefsten Quick-Dives, die man macht, das ist ganz cool. Also, quasi um es mal zu erklären, ich hätte es vielleicht erklären sollen, als ich es gemacht habe. Du hast gesehen, wie ich da so an die Kante gesprungen bin quasi. Und in dem Moment, wo ich da auf die Kante springe, lasse ich halt quasi den Z-Knopf los. Und dann fängt er halt an, aus dieser Animation rauszugehen. Und dann falle ich ja quasi durch die Luft. Und dann falle ich quasi weiter durchs Wasser, weil er noch in dieser Animation drin ist, die man nicht unterbrechen kann. Und dann fällt er noch tiefer ins Wasser halt quasi. Das ist ganz witzig. Könnte man dadurch theoretisch auch out of bounds nach unten durch den Boden fallen? Nee. Dafür ist es nicht genug Speed. Okay. Weil du musst ja überlegen, es ist. Aber halt ging dir das an der Stelle? Also würde das theoretisch gehen?
Es würde an der Stelle gehen, an der kein Boden ist. Also das schon, aber so. Die Sache ist halt, dass du dann natürlich auch einfach quasi darunter schwimmen könntest, weißt du? Und deswegen ist in Wassergebieten auch immer Boden kodiert in dem Spiel. Das ist halt das Problem dabei, weil du musst dir überlegen, du fällst ja nicht mit sonderlich hoher Geschwindigkeit da irgendwie auf den Boden. Das ist ja quasi eine ganz normale Fallgeschwindigkeit, die du auch mit einem Sprung von irgendwo runterkriegen könntest. Deswegen fällst du nicht einfach so durch den Boden. Weil der halt eben ganz normale Hit-Detection hat, auch im Wasser. So, jetzt hier muss ich hoffen, dass mich dieser Geist nicht kriegt, weil wenn er will, dann kriegt er einen. Okay, heute wollte er mich nicht. Ja, es ist echt so, wenn der... Das hier sieht jetzt schon mehr wie ein Labyrinth aus. Ja, das... Ist übrigens auch mein Lieblingslevel. Ja, meins auch. Also nicht für Speedruns, für Speedruns. Ja, das denke ich mir, weil das alles so verteilt ist, aber so an und für sich hat er die coolste Musik und das sieht am coolsten aus. Ja, das macht am meisten Spaß. Normalspielen habe ich das Level auch immer sehr gemacht. Für Speedruns ist es halt, es ist ein ziemlich schweres Level. Es ist schwierig, eine gute Zeit zu kriegen. Warum öffnest du die Fenster mit einem Ei und nicht mit deinem Gesicht? Wenn man, das ist eine gute Frage. Wenn man mit der normalen Attacke quasi die Fenster öffnet, dann kriegt man diesen Recoil, weißt du, wo dann quasi so einen kleinen Rückwärtssalto macht. Und in der Zeit kannst du halt sonst nichts machen, ja, also die Animation kannst du nicht unterbrechen, ja. Und die Animation, dass du quasi einfach ein Ei drauf schießt, die ist halt viel schneller und du kannst viel schneller wieder mit der normalen Bewegung einfach weitermachen, ja. Also es spart irgendwie ein paar Frames oder so, aber es ist eine ganz coole Optimierung halt, das so zu machen. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht genug Eier hätte oder so, dann würde ich die Fenster auch ganz normal öffnen, einfach damit die nicht ausgehen. Und bitte. Okay, gut. Den Token kann man da einfach rausholen, weil das Feuer noch nicht geladen ist und mir noch keinen Schaden gibt. Wenn einfach das Feuer laufen kann, das Feuer ist voll der Troll von dem Spiel. Hier mache ich die Tür jetzt auch mit einem Ei auf. Ups, ne. Siehst du, da habe ich jetzt aus Versehen den nämlich mit der Attacke geöffnet. Und du hast gesehen, wie ich so zurückgeschleudert wurde quasi. Und es wäre schneller gewesen, mit einem Ei das zu schießen und dann direkt weiterzulaufen. Aber es macht wirklich keinen großen Unterschied. Also das ist kein Drama. Okay, das dachte ich mir nämlich schon. Da hat es gerade einen Kopf gedroppt. Thanks, Cosmic Heart. Oh, scheiße, ich hab das Fass verpasst. Ich hab nicht genug Zielwasser getrunken. So, das Tor hier, das kann man nur mit der Attacke aufbrechen. Das geht nicht mit einer. Obwohl doch, ich glaube es geht, aber man bräuchte 2 oder 3 und dann ist es langsamer. Also es lohnt sich wirklich nur bei Türen, die mit einem Ei dann auch aufgehen. Wie bei der hier gerade zum Beispiel. So, das hier ist jetzt ätzend. Tumblr. Das ist ein Minispiel, das sehr gut oder sehr schlecht läuft. Eins von beiden. Dazwischen gibt es eigentlich kaum was. Das war knapp. Ach, du nimmst du den Hit, okay. Ja, das ist Absicht, dass man da die Hits nimmt. Ah, 48, das ist gut, das ist sehr gut. 50 ist möglich, aber das ist schon absolut in Ordnung. Jetzt gleich kommt ein ziemlich cooler Sprung, wenn ich ihn den hoffentlich kriege. Wenn nicht, dann ist das ziemlich scheiße. Shit, das war keine Absicht. Ich wollte einfach nochmal das Pad hier benutzen. Den Token will ich auch haben. Scheiße! Okay, gut. Das war knapp. Aber hey, wir haben den World Jump gesehen, immerhin. Und
das, was jetzt kommt, das ist für Anfänger auch schwierig. Der Brunnen, weil Schwimmen ist nämlich genauso schwer wie Fliegen. Wobei, nee, Fliegen ist schwerer. Ich wollte gerade sagen, Schwimmen ist nicht so schwer. Da gilt übrigens auch das Gleiche mit dem R-Knopf. Also du drehst dich viel, viel schärfer, wenn du den R-Knopf gedrückt hältst beim Schwimmen. Gut zu wissen, danke für den Tipp. Gerne. Aber wenn man den R-Knopf hält, dann ist nämlich sowas möglich, wie das, was ich gerade mache. Eben nicht an. LOL! Also es ist eigentlich vorgesehen, dass du quasi mit dem Kürbis hier reingehst. Ja. Aber es ist halt auch so möglich. Wow, einfach wow. Schön! Das war ein ziemlich guter Brunnen übrigens, also das war... Aber damit war ich echt zufrieden. So, und jetzt kann ich hier versuchen, den kleinen Skip zu kriegen, das ist aber... Ich glaube, da ist irgendwie 3 Frames oder so ist das Ganze. Und ich habe ihn gekriegt! Wunderbar! Das überspringt auch den kleinen Tanz, wenn man das da schafft, in dem Mini-Fenster, das man hat, ins Wasser zu springen und den Tanz zu überspringen. Nice. Allerdings ist da noch ein Schädel unter diesem Tentakel, den ich eigentlich wollte, aber brauche ich nicht unbedingt. Nein, ich habe nur eine 3 gekriegt, ich wollte eine 4. Reset. Ist mir egal, das ist dann... Podcast ist recent. So, jetzt hier die Kirche, die ist irgendwie... Egal was man macht, fühlt sie sich irgendwie langsam an, aber ist eigentlich ein ganz cooler Abschnitt in dem Level. Bitte? Knapp. So, jetzt kommen wir hier zu Mordsand, heißt der Kollege. Ist natürlich keine Anlehnung an Mozart. Auf keinen Fall. Und der spielt. Das wäre ja Product Placement. Ja. Product Placement vor allem. Und der spielt zum Glück immer das. Wenn er mal die Klappe hält, spielt er dann zum Glück immer dasselbe Pattern. What? Ah, scheiße. Ja, okay. Das passiert, wenn man labert, anstatt sich zu konzentrieren. Ach, das ist schon Konzentration. Niemand interessiert Konzentration, das ist nicht unterhaltsam. Wenn er doch immer dasselbe spielt, dann verstehe ich den Sinn von dem Dude nicht. Alter, was schaffe ich denn hier? Um Gottes Willen, jetzt muss ich die langsame Strategie benutzen später. Meine 2 Sekunden oder so. Oh, ne? Naja gut, also ich meine, für einen, jemanden, der das nur einmal spielt oder so, das Spiel, der wird sich nicht die Mühe machen, dieses Lied dann auswendig zu lernen, sag ich mal. Für einen Speedrun ist es aber halt echt angenehm, dass du einfach immer das gleiche Muster da einkloppen kannst. Ja. Ätzend wäre das halt, wenn es RNG wäre und der dann mal so weit geht, weil das könnte schon einen Haufen Zeit kosten dann. Zeige ich auch gleich noch einen Glitch bei der Gelegenheit. Oh, shit. Warte mal, da will ich die Gesundheit haben. Dankeschön. Wenn man hier einen Ground Pound macht und dann, egal wie weit man fällt, man nimmt keinen Schaden, weil man kann keinen Schaden nehmen, während man diesen Recoil von so einem Ground Pound hat. Dieses schön eingedeutschte Englisch, das gefällt mir. Das ist gut beim Speedrunning. Laut Timer müssen wir jetzt so ungefähr so circa des Runs sein, oder? Was? Also, du bist jetzt so circa Hälfte des Runs, richtig? Ja, in etwa. Auch wenn es sich immer anfühlt, als wäre man weit über die Hälfte raus, hier an dem Punkt. Liegt aber daran, dass das letzte Level einfach furchtbar lang ist. Klick, Lockwoods. Ja. Ohne Elfbill. Scheiße. Ist auch, also ich finde Click-Clock Woods ist ein dämlich designtes Level, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ich hab's immer gemocht eigentlich, aber da hört man echt Verschiedenes. Also manche Leute finden es echt blöd.
Also ich finde das deswegen blöd. Also klar, ist witzig wegen vier Jahreszeiten und so und dass jede einzelne Jahreszeit so seine eigenen Sachen hat. Das finde ich nicht so schlimm. Aber ich finde es irgendwie doof, dass man das in einem Level drin backtracken muss. Das finde ich komisch. Hast du mal Donkey Kong 64 gespielt? Jemals? Ja, habe ich. Ich habe es nie zu Ende spielen können, weil ich nicht wusste, wie ich das anstelle. Also man, da ist ja Backtracking echt krass. Aber eigentlich muss man in Click Logwood nur ein einziges... Also gut, wenn man dann halt auch die Route kennt und so. Was war das denn so? Muss man eigentlich nur ein einziges Mal backtracken. Man muss nur eine Jahreszeit zweimal besuchen. Yep. Was soll ich jetzt sagen? Hab ich vergessen. Scheiße. Ich bin der Beste. Ich weiß es nicht, wir hatten Soundtrack war gut. Der Soundtrack war gut? Was? Was? Ich hab gesagt, wir hatten es von Click Clock Rot gehabt gerade. Ach so. Oh nein, genau. Ich hab eine Waschmaschine gekriegt. Juhu. Oh scheiße. Das ist komplett RNG, wenn du das machst, oder? Also, es wird immer gesagt, die Chance ist 1 zu 40. Ich habe keine Ahnung, ob das jemals irgendwie jemand im Code gelesen hat oder irgendwie. Also jeder sagt einfach, das wäre die Chance. Also ja, yay, Waschmaschine. Ich sehe das so selten. Ja, ist so dämlich. Ja, es geht übelst auf den Sack, weil einfach mal 10 Sekunden weg. Ja, es geht auf die Nerven, aber passt schon. So, jetzt hier der Kaktus. Leute, versteht mich dann genau, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Versteht mich nicht falsch. Ich geht mir nicht darum, dass ich backtracken nicht mag. Es geht mir darum, dass man in einem Level innerhalb von einem Level backtracken muss und ich das seltsam finde. Ja. Warte mal, ich muss gerade mal überlegen, müsste man theoretisch überhaupt backtracken? Ich glaube, man müsste es theoretisch gar nicht. Ich glaube, wir backtracken nur, weil es für die Route an sich günstiger ist. Oder weil die Route nur so wirklich realisierbar ist. Oder bin ich da? Nee, also ich glaube, man könnte Click Clock Road komplett 100% durchkriegen, ohne dass man backtrackt. Die Sache ist einfach, dass wir, wenn wir das zweite Mal in Frühling reingehen, dass wir uns erst dann in die Biene verwandeln, weil wir halt vorher noch Schädel sammeln müssen, damit es überhaupt geht. Und weil es halt mit den Routen von den Jinjos besser funktioniert. Aber ansonsten könntest du eigentlich komplett ohne Backtracking das Level durchkriegen. Mach mir doch nicht meinen Traum kaputt. Nee, aber wenn man jetzt das Casual zum ersten Mal spielt und das nicht so unbedingt alles ja, weiß. Da wirst du das nicht hinkriegen, das ist keine Ja, Frage. Eben. Das ist. Finde ich suboptimal designt. Ja. Ich so sagen darf. Das ist halt Geschmackssache dann. Ja. Ich muss gleich kurz die Kopfhörer rausnehmen, weil ich die Konsole resetten muss. Gerade eine Sekunde. Okay. Dann können wir über ihn lästern. Auf jeden Fall. Ist ja auch nicht so, als würde er gleich schon im Stream hören, weil wegen Delay. Richtig. Mir ist auch bewusst, dass man in Donkey Kong backtracken muss. Allein schon deswegen, weil man alle Kongs braucht, um in jedem Level 100% zu schaffen. Ich bin ja irgendwie generell nicht so der Nintendo-Typ. Okay, nice. Ich weiß auch nicht warum. Shame on you, shame on you. Hashtag Move-Zone. Also hier mal ein Zelda so. Und da mal irgendwie ein Metroid. Aber ansonsten. Genau, ich mochte sogar das den Backtracking-Teil in Skyward Sword. Der war cool designed. Und das ganze Spiel ist Mist. Also, das ist. Ich bin nicht so jemand, der sagt, geht weg mit Backtracking, ich hasse alles, was mit Backtracking zu tun hat. So ist das nicht. Und das Resetten von der Konsole ist... Es ist ein bisschen schneller, einfach von der Route her. Es ist ein bisschen schneller. Also, wäre jetzt ein bisschen langatmig, glaube ich, die Details zu erklären, aber, weil man müsste sonst halt einfach sich in einen Kürbis zurückverwandeln. Und dann einen ganz weiten Weg mit dem Kürbis laufen und der ist halt mega langsam. Und man kann dieses Jiggy halt jetzt schon holen und die paar Sachen kombiniert sorgen halt dafür, dass es ein bisschen schneller ist, dieser Reset. Ich glaube, es sind so
17 Sekunden oder so. Also es ist schon ganz ordentlich eigentlich. Okay. Jetzt haben wir hier das nächste Level. Free ZZ Peak. Oh, endlich. Auch ein sehr beliebtes Level. Also ich fand's immer cool als Kind, das Level. Ja, ist es auch. Aber für Spiel, da muss man auch ziemlich viel fliegen. Ich dachte eigentlich, viele der Sachen, die mit Fliegen zu tun haben, sind ziemlich unbeliebt. Ich weiß nicht, also ich finde das Fliegen in dem Level eigentlich ziemlich einfach. Dafür werde ich wahrscheinlich dermaßen verkacken jetzt. Also. Und jetzt kommt gleich mein absoluter Lieblingsglitch in diesem ganzen Spiel. Man kann nämlich einfach, anstatt dieses blöde Minispiel hier zu spielen, den ersten killen. Und die Kamera so wegkriegen, dass die nicht mehr laden. Ja, und sich dann einfach hinter die Box stellen. Genau, und dann kann man jetzt einfach hier ein paar Sekunden chillen, anstatt da rumzuunken. Das ist schon ziemlich witzig. Ja, aber fliegen. Also es gibt einen Trick mit dem Fliegen hier in dem Level, der ist richtig schwer. Wobei, also, ich kann ihn nicht, aber die Leute, die ihn können, sagen, es geht so von der Schwierigkeit. Dieser Stern oben am Baum. Also ich werde auch durchfliegen, aber es gibt da so eine Strategie für. Die ist ein bisschen schneller, aber ja, die ist schon ziemlich krass. Du landest da halt. Zählst du eigentlich die Dudes mit? Ja, ja, ich weiß an welcher, also zu welcher Sekunde ich vor muss, weiß ich. Wenn der mal 47 Sekunden zeigt, dann ist Zeit. Ach so, das ist ja praktisch. Ja. Ich dachte, du zählst denn die Dinger mit. Das ist auch hab ich früher, aber ich find's irgendwie einfacher, wenn man auf den Timer kratzt. Ja, ist es auch. So, das. Also ich mache jetzt das mit den Sternen, aber ich mache den, also das nennt sich Half YOLO Star, also halb YOLO Stern sozusagen. Die ganz schwere Methode heißt YOLO Star. Und bei der ganz schweren Methode landest du quasi auf dem Baum und gehst dabei einmal durch den Stern und dann musst du irgendwie einmal durchspringen und dann nochmal zurückflattern. Ja, also es ist furchtbar leicht, dass man das nicht richtig macht und dann den Baum runterfällt und ganz viel Zeit eben verloren geht. Deswegen bleibe ich bei der einfacheren Methode. Das ist irgendwie, keine Ahnung, 4 Sekunden langsamer oder so. Sieht aber trotzdem schön. Wow, du fliegst dann sogar, was, Alter, was geht bei dem Spiel? Oh cool, ich hab's gut. Das mit der Pfeife ist auch ziemlich cool. Der Trick, den mag ich gerne. Seht ihr dann gleich. Verdammt, das Stream allein, das geht auf die Nerven. Bam! Lol, einfach. Wow. Da ist einfach die Hitbox von dem Jiggy so, dass man, wenn man da genau volle Kanne in die Wand reinfliegt, oder da Big Bomb in die Wand reinmacht, dass es so funktioniert, dass man das dann sich holt. Darf ich mal ganz blöd fragen, was SS ist? Also jetzt nicht dich, sondern den Chat jetzt, weil gerade die Rede davon ist. Kann ich dir auch nicht sagen. Also Skyward Sword. Ach, Skyward Sword, ja. Das Spiel lohnt sich gar nicht so. 2, 3, 4. Ein ganz guter Hater fliegen. 8, 9, 10, 11, 12. Und sauber auf die Termite gefallen. Das ist eigentlich gut, weil ich eigentlich immer zu viel Leben habe am Ende von dem Level. Immer zu viel? Ja, man hat am Ende da einen Death Warp und wenn man zu viel Gesundheit hat, dann dauert es einfach länger und verschwendet Zeit. Und jetzt mal gucken, ob ich die Schneemänner hier snipen kann. Jawohl. Bin ich auch gespannt drauf. Da bin ich schon die ganze Zeit gespannt drauf. Jawohl, okay, die ersten zwei waren sauber und das sind die schwierigen, die anderen sind eigentlich leicht. Ich bin gespannt, ob du das Geschenk kriegst. Man kann auch. Die Sache ist, die drehen die Köpfe manchmal so weg. Und das ist ein bisschen riskant, den ersten zu attackieren, bevor er einmal den Kopf weggedreht und wieder zurückgedreht hat. Da muss man echt schnell sein, aber ich hab's geschafft. GG. Die Gefahr ist halt, dass er den Kopf gerade wegdreht und du dann volle Kanne in das Wasser da hinten dran halt reinfliegst. Und das ist dann halt, ja, nicht so gut. Ah, wunderbar. Wenn man in Talent Rod ist und auf dieses Pad drauf rutscht, dann kann man sich in Talent Rod verwandeln. Das ist ganz cool, wenn das klappt. Was? Talent Rod, das ist dieser Move, wo Kazooie läuft.
Ach so, ah. Normalerweise muss man nämlich als Banjo auf dem Pad stehen, damit Mambo einen verwandelt überhaupt. Sorry, das ist irgendwie, wenn man die Begriffe so gewohnt ist, dann denkt man sich irgendwie gar nichts dabei, die als so zu sagen. Ja, aber da bringt es auch nicht so viel, also es ist nicht sonderlich, zeitsparend. Nee, das ist keine Riesensache, das ist aber halt, also in dem Spiel gibt es furchtbar viele Kleinigkeiten einfach, die man machen kann, um so ein bisschen Zeit zu sparen. Das addiert sich halt wirklich hoch im Laufe des gesamten Runs. Das ist halt somit einer der Gründe, warum das Spiel mega Spaß macht als Speedrun. Weil du einfach so viele kleine Sachen hast, die sich einfach hochaddieren. Ja? Das ist echt spaßig, da zu versuchen, diese ganzen kleinen Optimierungen halt irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Okay. Ist dann natürlich blöd, wenn du dann einen riesen Fehler machst und das quasi alles wieder sich erübrigt hat, aber gut, was soll man machen? So, jetzt hier diese Rennen. Boggy hat auch dieses Rubberbanding, sprich, wenn ich weit vorne dran bin, dann wird er richtig schnell und wenn ich weit hinten dran bin, dann wird er richtig langsam. Und wenn man sich dabei einen Fehler leistet, dann kann man nicht gewinnen. Also, wenn man ganz am Schluss ist, er nah bei einem ist und richtig schnell, dann kann man eigentlich nicht mehr gewinnen, weil er dann einfach zu schnell ist und man ihn nicht aufholen kann. Hey, Rummel! So, ich hoffe mal, ob es jetzt hier nicht verkackt. Weil das war nicht echt schade. Weil das Level war nämlich sehr gut bis jetzt. Okay, gut, das wird klappen. Sieht jetzt am Ende knapp aus, aber das war ziemlich locker. Jetzt muss ich nur noch das zweite Rennen überstehen. So, und hier treffen wir jetzt ein anderes Walross. Das gibt uns ein Jiggy einfach dafür, dass wir ein Walross sind. Es wird immer so fantastisch. Als rassistisches Walross bezeichnet, ja, in der Community. Als was? Als rassistisches Walross. Weil es, wenn du als Bär dahin gehst, dann sagt es so, oh, ein ekelhafter Bär und was weiß ich. Und wenn du als Walross dahin kommst, dann ist es so, oh, hey, ein Walross. Irgendwie so. Ja, ja. Eine Artgenosse, hier, nimm das. Genau. It's dangerous to go alone, take this. Ja, und wie das Geschenk, was ich gerade gesammelt habe, also gibt es insgesamt 3 im Level, die bringen wir dann später den Kindern von dem Eisbär, gegen den wir gerade das Rennen gemacht haben. Also wenn ich den Split jetzt sauber nach Hause bringe, dann muss ich das mal nachteilen, glaube ich. Das könnte dann nämlich Gold sein. Aber erstmal gucken, was jetzt noch so passiert. Den Tag nicht vor dem Abend. Ey. Ganz genau, ja. So, hier reinzoomen, das spart, glaube ich, 2 Sekunden über die ganze Strecke, bis man diesen Schal hier oben ist. Wenn man was macht? Wenn man hier die Kamera reinzoomt. Einfach weil es dann weniger lag im Spiel. Achso. Das ist so ähnlich wie LR drücken in Metroid. Ich weiß gar nichts über Metroid, aber wenn du das sagst, ja. Ich glaub dir das einfach mal. Okay. Und guten Abend, Katzentier. Hallo, Katzentier. Ich mag Katzen. Moin. Wir sind Gamer, wir lieben Katzen. Ja. Bitte. Ich traue keinen Leuten, die keine Katzen mögen. Mit den Leuten ich schon. Das nicht. Es gibt das ist Leute, eine gute Einstellung. Katzen sind schon sehr, sehr, sehr herrscherisch. Also kann man jetzt so mal nicht bestreiten. Es gibt ja ernsthaft Leute, die mögen keine Hunde, also keine Tiere generell, meine ich, also, weiß ja nicht. Denen traue ich wirklich nicht. Ja. Das für komische Leute. Ah, nice, ja. Das ist die... Wer Tiere nicht mag, der hat eine scheiß Kindheit. Echt so, das war gerade die coolste Big Bomb, die es im ganzen Spiel gibt. Das sieht einfach so cool aus. Was? Big Bomb, das ist dieser Attacke, die nice. Man macht beim Fliegen. Ja. Sorry, ich sollte irgendwie die Begriffe besser erklären, glaube ich.
Ah, schon okay, ich frag den ja nur. Ich red normalerweise gar nicht, wenn ich was mache, deswegen. Oh, ich bin das irgendwie nicht so gut, dass Ziff. Ich dann was erkläre oder so. So, jetzt wäre es ganz geil, wenn ich das Rennen hier nicht verliere. So, ich glaube, ich will ein bisschen Schaden nehmen. Ja, perfekt. Wenn man während so einem Turnschuh Schaden kriegt, werden die Turnschuhe dann gemoved? Yep, und das ist nämlich mega gefährlich, ins Wasser zu fallen während dem Rennen hier. So. Der ist auch ein gutes Stück schneller als vorher, ne? Ja, man ist aber selber auch doch wesentlich schneller. Das ist nicht gut. Also das ist an sich jetzt erstmal nicht so ein Riesenproblem, aber vielleicht macht es später das Rubber Banding kaputt oder so. Aber man lässt mit den Schuhen halt auch wesentlich schneller als Walross. Ich hoffe, er drückt mich jetzt nicht ins Wasser. Okay. Ich glaube, ich muss hier jetzt gleich mal ein bisschen langsam machen, weil sonst macht er mich nämlich platt am Ende. Ich bin jetzt echt kurz nochmal stehen geblieben, weil er mich so getötet hätte gegen Ende des Jahres. Oh Scheiße. Jupp, Red. Hast du das Rennen verloren? Jupp. Wow. Rubberbanding am Sack. Du siehst es am Ende, der ist so schnell, du hast keine Chance hinterherzukommen. Oh Scheiße, ich muss ja nochmal mit ihm reden. Oh wow. Das ist nicht gut. Ja, das war schade. Sehr schade. Gold, Split. Yep, das wäre auf jeden Fall Gold gewesen. Upp, scheiße, Kamera, hallo? Ah, das ist sehr, sehr schade. Das ist wahrscheinlich eine knappe Minute. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof gelaufen. Ja, gut, das war irgendwie ein... meine Schuld. Hab das Rubberbanding verkackt. So, jetzt wäre es gut, weil jetzt ist er hier nämlich richtig schnell und jetzt wird er schon wieder langsam. So, ja, jetzt ging das nämlich auch ganz locker am Schluss. Naja gut, was soll's. Solange ich nicht sterbe, ohne dass ich es würde, ist alles gut. Weil, also ich sag mal, wenn ich jetzt hier in dem Level sterben würde, das wären, keine Ahnung, über 5 Minuten ganz locker. Das ist halt echt die Schwierigkeit an diesem. Du hast doch jetzt schon fast alles. Ja, die Sache ist allerdings, dass die Noten, die du sammelst, die resetten sich, wenn du stirbst. Ja, das heißt, nee, du hast doch jetzt schon alle gesammelt. Ja, klar, alle jetzt schon. Ich meine nur, wenn ich jetzt irgendwie zwischendurch oder so. Ach so. Wäre. Ah, okay. Ja. Sorry. Nein, kein Ding. Hab ich auch irgendwie ein bisschen komisch formuliert. Jetzt schwimmen wir hier durch. Hier soll man eigentlich nicht schwimmen können, aber gute Programmierung und so. Allerdings kommen wir halt nur hin und nicht wieder zurück. Aber das ist auch ganz gut so, weil hier war die letzte Honigschwabe und dann gehen wir zurück zum Eingang. Ich will immer splitten. Ich habe meine Tastatur extra weggestellt, damit ich nicht aus Versehen den Timer dann stoppe, wenn ich eigentlich splitten will. Das geht mir aber auch so, wenn ich da einfach so irgendwas zocke und... Jo, splitten, das geht einem im Blut über. Ja, das ist echt so. Ich kaufe mal so ein Fußpedal. Extra viel zu flippen. Also das wäre ganz geil, wenn ich jetzt nicht lande. Das ist, glaube ich, ein Fehler von einer Minute, wenn man hier auf diesem Jiggy landet. Okay, gut. Safe. Thanks, Jack.
JC Tomo. Und hier ist wieder ein Jiggy mit einer scheiß Hitbox. Deswegen haben wir auch den... Ja, stimmt, da drückt man ja auch den Schalter normalerweise. Vergas. Den brauchen wir halt für dieses Level gar nicht. Ich finde übrigens auch das Level-Design ziemlich cool, dass das einfach ein Adventskalender ist. Ja, ich finde es auch cool. Auf der Xbox-Version ist das Bild vorne drauf ein anderes. Keine Ahnung wieso, es ist mir nur irgendwie direkt aufgefallen. Das Level hier haben die meisten als Kind wahrscheinlich gehasst, das jetzt kommt. Rusty Bucket Bay. Boah, das hat aber die geilste Musik, mit Abstand. Ich finde Mad Monster Mansion besser, aber es ist schon so in den Top 3 für mich auch, muss ich sagen. Oh Gott, los auf diesen... Warte, ich muss gleich mal Ziff bitten, mich zu permitten. Weil ich was Dummes posten will. Das könnte ich by the way auch machen. Just saying. Okay, Moment. Ich muss erstmal Videos suchen. Normalerweise sollte es nicht so lange dauern, bis man auf diese diesen kleinen hier ist es. Hole da kommt, aber es ging. Ja. Hab's. Okay. So, hier in dem Fall ist das Puzzle jetzt. Welches eigentlich für 6 Minuten getimeoutet? Ach ja. Was dieses Level allerdings hat, ist der wie, was ist ein passendes Adjektiv? Der gefürchtete Maschinenraum, würde ich sagen. In dem ist es nämlich furchtbar einfach zu sterben. Also das passiert ganz, yep, ganz oft, dass man in diesem Raum stirbt. Und man kann nicht wirklich... Könnte man die Route nicht so viel Anfänge legen, dass man da am Ende hinkommt? Weil das ist dann schon ein bisschen frustrierend. Ja, nee, wenn du ganz am Ende da hinkommst, dann verlierst du ja noch alle deine Noten. Das ist ja noch schlimmer. Ganz am Ende, wenn du alle Noten schon hast. Ja gut, aber du musst am schwierigsten Teil in diesem Raum musst du vorbei, um die letzten Noten zu kriegen. Weil in dem Raum sind halt auch Noten. Ach so, ne, das ist dann natürlich, ja, okay, dann ist es egal, dann ist es egal. Das Schwierigste ist nämlich durch die Propeller da zu kommen, durch diese Ventilatoren. Weil da kann es nämlich passieren, dass sie dich einfach zweimal statt einmal treffen und dann kann es sein, dass sie dich von der Plattform runterhauen. Das sieht man auch gleich nochmal, wenn ich da hinkomme, dann seht ihr, was ich meine. Ich kann ja auch gleich genau sagen, an welcher Stelle ich gestruggelt habe als Kind. Gestruggelt? Ja, ich bin Anglizisten-Typ. Ah, ich hätte den. Ich wollte für den schnellsten Zug losgehen, den man kriegen kann, aber. Ich hab die Note verpasst. Komm schon. Oh, Baby, nice! Ah. Okay, einmal von vorne. Das ist gestorben! Das ist nicht der Teil, an dem man sterben sollte, übrigens. Das nice war einfach good doof, job. Da bin ich einfach runtergesprungen gerade. Whatever, boy. Das Video ist geil, oder? Boah, bin ich froh, dass ich keine Splits benutze, ey. Du würdest dich jetzt selber hassen. Ja, wahrscheinlich. Ja gut, also Sub 220 ist mittlerweile recht unwahrscheinlich, weil... Ach scheiße, ich muss die Runde überhaupt ja gar nicht mehr haben. Ach, du machst jetzt einfach noch ein paar Goldsplits und dann ist es easy. Yep. Der kann... One-Stay hat im Ernst. Okay, das war jetzt ein Tod, für den ich nichts konnte. Nice. Oh, Baby. Engine Room strikes again. Yay. Das Problem ist, manchmal kommt einfach kein richtiger Sprung raus auf diesen drehenden, diesen Rohren. Und wenn du dann so ein Stück nach unten rutschst, dann kannst du eigentlich einfach gar nichts mehr machen. Geil. Ja, das ist halt ziemlich ätzend. Was soll man machen? Woher ich das Video kenne, ich muss überlegen. Ich muss überlegen, woher ich das kenne. Marathonglück Ahoi, genau. Ja, ich werd, oh Gott. Ich run ja auch bei dem Marathon.
Für Grauen. Also, zugegeben, der erste Tod, das war allein meine Schuld, das war einfach schlecht, aber der zweite, an dem konnte ich jetzt leider auch nichts machen. Okay, ich hätte jetzt für den schnellen Cycle gehen können, aber ich will nicht nochmal sterben, also lassen wir das. Das Problem ist, jetzt kommt eigentlich mal der schwere Teil, an dem man normalerweise stirbt. Man rennt nämlich in diese Ventilatoren rein und dann nutzt man seine Godframes, seine Unverwundbarkeit und springt durch. Das Problem ist... Okay, gut, den ersten hätte ich. Das Problem ist, dass sie einen manchmal doch ins zweites Mal treffen und dann kann es sein, dass sie einen einfach in den Abgrund runterhauen. Wow, das war knapp. Der zweite ist eigentlich der einfache. Okay, gut. Jetzt sind wir safe. Jetzt haben wir es quasi geschafft. Das Level ist quasi schon rum. Die restlichen 10 Minuten sind quasi Pipifax. Quasi ist quasi eine Verneinung, weißt du das schon? Keine Ahnung, kann sein. So, und jetzt will die Wand hier wieder nicht kooperieren. Okay, gut, jetzt. Hallo, bitte. Wir haben keine Lust, da nochmal extra reinzugehen, also laufe ich da durch die Wand, weil warum nicht? Manchmal ist dieser Clip allerdings ein bisschen eigen. Scheiße. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen pessimistisch, oder so, ne? Das kam jetzt ein bisschen spät. Ja, die meisten Menschen nennen ihren Pessimismus auch Realismus. Okay, gut. Jetzt sollte ich nur besser nicht an den Schrauben hängen bleiben. Denn ansonsten könnte ich ein Problemchen kriegen. Was ist denn das für eine Zeit, die da abläuft? Ist das hier hinten die... Ja, wenn die Schritt? Zeit abläuft, dann fangen die Schrauben wieder an zu laufen und wenn du... Das ist ja ultra krass, was man dann noch macht, bevor man überhaupt da hingeht. Ist das schlecht? Wenn man halt einmal an die drankommt, ist man halt sofort tot. Ja, die sind halt wirklich gnadenlos. Von daher sollte der Timer auf keinen Fall ablaufen, während man noch da unten drin ist. Es ist halt immer schon mal ein Problem, wenn du einfach diesen Clip nicht schnell kriegst am Ende vom Maschinenraum, ja. Also meistens ist es eigentlich wirklich so, du läufst gegen die Wand und zack bist du durch, aber manchmal will er einfach auch mal für 10 Sekunden gar nicht funktionieren und dann wird es halt mit den Schrauben nicht unbedingt eng, aber enger als es sein muss. So, jetzt hier den schönen Sprung, bitte nicht verpassen, das war knapp. Jetzt bin ich gespannt. Das ist nämlich so eine Stelle, die ich absolut nicht gerallt habe. Als Kind habe ich es nicht gerallt und ich ralle sie auch immer noch nicht. Wie kommt man an diesen Schalter? Man jumpt einfach dahin. Ist okay. Okay. Ich habe diesen Sprung da nie hinbekommen. Nie. Also ich gehe davon aus, dass das auch der vorgesehene Weg ist. Ich wüsste nicht, wie man das sonst machen soll. Weil es gibt keine Flugplattform oder irgendwas in dem Level, also jedenfalls nicht draußen. Ja, ich gehe auch davon aus, dass man dazu singt, aber ich habe das als Kind probiert und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Okay, mal gucken, ob ich da ein bisschen gut spielen kann für den Rest von diesem Level. Wenn man als Mod sich selbst anmodden könnte, wäre aber echt ein bisschen kontraproduktiv. Das wäre ziemlich... Ja, ziemlich dämlich. So, dieser Raum hier, der wird von vielen als der schlimmste im Spiel betitelt. Aber wenn man nämlich einen Fehler macht, dann geht's komplett in die Hose. Aber es war gut. Alles gut gelaufen. So, einer von diesen Sachen, die laufen entweder perfekt oder sie gehen komplett daneben und alles wird kacke. Was für ein Raum ist das mit dem blauen Jinjo? Genau, der mit den vielen Boxen. Okay, was ist denn an dem so krass? Die Kamera ist furchtbar gewöhnungsbedürftig und es ist ganz einfach runterzufallen und dann steckst du fest und dann kommst du nicht raus, gescheiterweise.
Da kann ganz schnell passieren, dass du da furchtbar viel Zeit verlierst. Okay. Und normalerweise hätte mich der Typ da an der Wand nicht treffen sollen. So, jetzt hier in die. Ich sag immer, es ist Säure. Also ich habe noch nie Säure gesehen, die so grün ist. Eher so radioaktiver Abfall. Das kommt gar nicht auf den Indikator ein. Ja, stimmt. So wie Chemiestudent. Ich bin selber Chemiestudent. Ah, ist nächstes Semester. Hey, ich nicht. Fuck! Okay, gut. Da wollte ich für eine Swag-Strat gehen, aber das war's nicht. Wie lustig wäre das jetzt gewesen, wenn ich auch Chemiestudent bin. Das wäre echt ein sauwitziger Zufall. Ja, da wollte ich mal den Lifeboat-Jump ausprobieren, weil schlimmer wird der Run eh nicht mehr. Aber gut, dann mache ich halt den normalen Weg. Der Lifeboat-Jump, der ist nicht so einfach. Das sind auch so Swag-Struts, oder? Ja gut, also Stimmy Bobo, der benutzt den in Runs und der kriegt den auch eigentlich jedes Mal. Weil für den kommt es dann schon so auf 4 Sekunden an halt einfach. Also bei dem ist es so, der hat dann in einem schlechten Split in einem Run irgendwie 15 Sekunden oder so, die er einsparen kann. Aber das ist dann schon ein richtig schlechter Split für ihn. Oh Gott! Also langsam ist aber auch echt peinlich, ey. Immer ruhig bleiben. Ja. Krieg die scheiß Note. Wenn man dann dreimal an der Note vorbei läuft, dann. Ja, richtig. Ein bisschen. Komm mal ein bisschen runter. Spiel dein Lieblingsspiel. Was tue ich denn gerade? Nice try. Spiel dein Lieblingsspiel. Verdammt, das tue ich doch. Weil ich hasse mein Lieblingsspiel. Was ist denn dein Lieblingsspiel? Das ist so ein typisches Speedrunner-Problem, ey. Ich hasse mein Lieblingsspiel im Moment auch, also ist okay. Ich habe kein richtiges Lieblingsspiel, ich habe eher 5. Okay. Schwer zu sagen, es gibt so viele gute Spiele. Okay, der Jump hier ist eigentlich ganz cool. Und bam. Der Code hier ist zum Glück auch immer der gleiche. Wobei man, glaube ich, auch an dem Schild, wo er draufsteht, vorbeikommt, also zur Not könnte man auch einfach draufschauen. So, jetzt kommt auch was, wo man ziemlich hart verkacken kann. Schauen wir mal. Ah, das war sauber. Kann man diese Röhre, die einen angreifen, eigentlich kaputt machen? Nee, absolut gar nicht. Also die sind wirklich absolut unbesiegbar, die Teile. Die haben ja als Kind aber so den Angst gemacht. Hai, den kann man irgendwie zerstören, ja, hab ich in der Speedrun gesehen. Den Hai kannst du mit Eiern, kannst du den töten. Also töten, er kommt dann wieder, aber den Hai kriegst du weg. Cool. Das wissen die meisten Leute aber auch nicht. Ja, ich wusste das auch nicht. Ich wusste zwar, dass es geht, aber nicht wie. Ja, also es ist ein bisschen blöd irgendwie, wie man den. Ich weiß nicht, also man kann ihn mit, wenn man den so angreift, mit dieser normalen Attacke, die wir immer benutzen, wenn man den damit angreift, dann geht er von einem weg. Ja, also man schubst den quasi so weg, aber ich weiß nicht, ob er dadurch Schaden nimmt. Aber wenn man, ich glaube, mit 5 Eiern muss man den treffen und dann stirbt er. Lässt er dann auch so ein Gesundheitsding fallen? Wie bitte?
Ist ja dann auch so eine Achso, Honigwabe. Naja, das, was halt die Energie von Benjo ist. Ja, der lässt, also, guck mal, das ist eine Honigwabe. Der lässt sogar 3 Honigwaben lässt er fallen. Das ist viel. Das ist so viel wie so ein Honigwaben-Auffüllding fallen lässt. Yep, genau. Ist einmal quer durch den Delfin und dann schwimmt das Ding einfach weiter weg. Ja, das ist mir nie aufgefallen, dass ich das Spiel gespeedrunnt habe. Es werden immer Witze gemacht, dass der sauber in der Hälfte durchgerissen werden müsste eigentlich, der Delfin. Ich finde das ziemlich witzig. Ja, es ist auch echt. Jetzt ist hier auch wieder so ein Skip für diesen kleinen Tanz von dem Jiggy, aber das ist nicht ganz so easy. Ich glaube, ich habe ihn gekriegt. Ja, cool. Also wie der funktioniert, das ist ein bisschen komisch. Es ist so, wenn man sich einen Jiggy schnappt, wenn man aus dem Wasser springt und keine Inputs macht, also gar nichts, nicht flattern, nicht den Boden berühren, gar nichts, dann überspringt es, warum auch immer, diesen Tanz, wenn man einen Jiggy eben sich holt. Weil diese Boje, ja, es macht irgendwie echt keinen Sinn, also ich weiß nicht so richtig. Wobei so ein bisschen Sinn macht's, aber es ist komisch. Dadurch, dass diese Boje sich allerdings bewegt, ist es halt relativ einfach, dass man dann doch irgendwie aus Versehen den Boden berührt, weißt du? Ja. Deswegen ist es nicht so einfach, diesen Skip zu kriegen. Okay, sauber. Ich bin nur 2-mal gestorben, hey. War das so normal bei dir? Ja, eigentlich 0-mal. Also ich sag mal so, es kann immer passieren, dass man einmal im Maschinenraum stirbt, ja, aber... Ja. Passiert in der Regel nicht dadurch, dass man einfach sauber runterspringt. Sammelst du jetzt eigentlich auch noch Leben auf, weil du noch Undercut vergisst? Ich hab mich vertan. So, jetzt hätte ich hier wieder gutes Programmieren, wenn ich das sauber hinkriege. Dieser Sprung auf dieses Blatt ist so ätzend. Okay. An diesen Tentakeldingern, da kann man quasi einfach ganz entspannt vorbeilaufen. Und mit dem Schalter kann man jetzt dann dieses Pad eben herbeizaubern, das man eben braucht, um das letzte Level jetzt hier zu öffnen. Das ist ganz am Anfang und das ist halt auch der Grund dafür, dass wir vorhin diesen Kessel aktiviert haben, weil der schickt uns jetzt nämlich quasi zu dem anderen und sorgt dafür, dass wir nicht durch das halbe Schloss zurücklaufen müssen. Lohnt sich also definitiv. Ich muss dann jetzt auch gleich die Antworten in diesen Rechner schon eintragen, weil ich spreche jetzt mit der Schwester. Cauldron Bot. Freshly Burst Boys. Okay, also die beantwortet einem immer die gleichen Fragen. Aber sie gibt einem halt immer die aktuellen Antworten dazu. Cauldron Bot. Okay, gut. Jetzt habe ich die 256 Patterns, die man haben kann von den Antworten. Sind jetzt schon auf 13 reduziert. Ja. Allein dadurch, dass ich jetzt die Antworten zu diesen 3 Fragen weiß, das macht die Sache später dann halt wesentlich sicherer einfach. Das ist halt der Grund, warum die meisten Leute kurz mit der reden. Optimal ist es natürlich nicht, mit dir zu sprechen und dann später trotzdem alle Fragen richtig zu kriegen. Aber so von der Wahrscheinlichkeit her ist es doch sicherer, wenn man mit dir spricht. Wirst du irgendwann das Spiel so meistern, dass du nicht mehr mit der redest? Oh, gute Frage.
Ich denke mal, mein absolut finales Ziel wäre also unter 2 Stunden 10 Minuten. Ich glaube nicht, dass ich dafür unbedingt nicht mehr mit dir reden muss. Die Sache ist, es verschwendet nicht so viel Zeit, wie man denken würde, weil ich glaube, es ist so, wenn man 2 Fragen falsch hat, dann später, dann ist das quasi genauso, als hätte man mit dir gesprochen, ja. Und okay. Ja, von daher ist halt fraglich, wie wert es das dann ist. Also ich kann ehrlich gesagt jetzt echt nicht sagen, ob ich damit, ich dann jemals nicht mit dir reden würde. Vielleicht irgendwann mal. Ich würde es nicht ausschließen. Mal rein logisch betrachtet, man kann mit maximal 3 Fragen sicher richtig beantworten. Nee. Also, wenn sie kommen, könnte man dann 3 Fragen richtig beantworten. Ja gut, die weißt du zu 100%, aber wie gesagt, also diese Fragen, die hängen zusammen halt, ja, die Antworten von den Fragen, die tauchen halt, wie gesagt, in verschiedenen Patterns quasi auf. Das ist so ein bisschen schwer zu erklären, also diese Fragen tauchen zusammen in gewissen Kombinationen auf, also es gibt... Oh Gott, das ist... Ich müsste das irgendwie mit diesem Rechner zeigen am besten. Wollen wir das vielleicht so machen, dass ich dann am Ende nach den Rondos nochmal kurz zeige oder so? Das wäre recht interessant, ja. Kann man machen, ja. Ja, es ist irgendwie ein bisschen schwierig, gerade das so zu erklären, dass man es gut verstehen kann. Also, es ist halt so, dass die Antworten, die richtig sind, die hängen halt zusammen, ja. Und deswegen, wenn ich dann die Antworten zu ein paar Fragen weiß, kann mir der Rechner quasi dann sagen, welches Pattern ich habe im Endeffekt, wenn ich ihm genug richtige Antworten gebe. Ach so, deswegen ist der Rechner auch so cool. Genau, und deswegen kann er mir dann, wenn er genug Fragen beantwortet hat, also wenn ich ihm die Antworten zu genug Fragen gesagt habe, kann er mir dann auch definitiv das richtige Pattern am Schluss sagen und ich kriege die Fragen dann mit Sicherheit richtig ab einem gewissen Punkt. Ah, das ist natürlich richtig auch so. Das ist halt das Geile an diesem Rechner. Das ist halt eine mega geile Erfindung. Der Typ, der den gemacht hat, also auch echt gut ab, der ist durch den kompletten Gamecode gegangen, um diese Patterns eben rauszukriegen. Das muss eine Höllenarbeit gewesen sein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, also der Frühling, der war eigentlich ziemlich gut. Also Frühling, ich meine hier das Level. Wir sind im Frühling gerade von diesem Level. Also ohne Kontext wäre der Satz jetzt ein bisschen komisch gewesen. Ja, deswegen ist mir auch aufgefallen. Oh, schöner Frühling. Ach, bei dir auch? Ah, schön, ja, okay. Schön, gut. Freut mich zu hören. In den Runs vergesse ich immer zu splitten, gerade eben wollte ich schon wieder. Unglaublich. So, jetzt hier Sommer, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, aber nicht allzu schlimm. Wir sammeln hier jetzt auch diese Würmer oder Raupen, was es auch immer sind, sammeln wir ein. Aber wir haben ja quasi da gerade diesen großen Vogel, oder dieses Vogelbaby vielmehr, großes Vogelbaby. Haben wir ja aus seinem Ei befreit und das wird gefüttert werden. Und dafür brauchen wir dann die Würmer. Yo, Sapphire Soul, was geht? Ice Clip, never forget. Wenn ich die Winter Clips kriege, dann brauche ich keinen Ice Clip. In der Hoffnung, dass ich sie kriege. Das sind relativ neu gefundene Tricks, mit denen man die letzte Jahreszeit ein bisschen schneller machen kann. Und bei ein bisschen meine ich so 50 Sekunden. Also das heißt relativ neu? 3 Monate, eine Woche? 3 Monate vielleicht. Ja, okay, ja, geht noch. Wie aktiv ist denn die Community überhaupt für Banjo-Kazooie? Oder wie viele Leute kann man da so ungefähr schätzen? Es ist interessanterweise irgendwie immer so, dass quasi... dass die Leute sich quasi so ein bisschen abwechseln, weißt du? Also... Dass ja, Leute quasi immer wieder aktiv werden und dann andere inaktiv werden und so. Ich würde schätzen, so gleichzeitig aktiv sind immer so 5-6 Leute vielleicht. Okay. Also sind nicht allzu viele, aber Leute, also insgesamt die dann immer wieder mal aktiv sind. Das ist ein schöner Fehler gerade, den ich hier gemacht habe.
Oh mein Gott, Alter. Ach du Scheiße. Wow. Oh wow. GG. Ja, ja, nee, warte, okay. Das ist danach, das ist noch viel geiler. Oh wow. Das war gut. Was ich noch fragen wollte, gibt es einen Grund, warum du immer springst, oder ist oh, da Gott, nur ein bisschen Geld? Gibt es einen Grund, warum du immer springst während dem Laufen, oder ist das einfach nur, um Nervosität runterzumachen? Sobald du springst, tatsächlich schneller. Du hast im ersten Moment des Sprungs sofort die volle Geschwindigkeit, die du kriegst. Und deswegen ist es einfach die schnellste Bewegung, die du haben kannst. Okay. Also das hier ist ja ein super Let's Play, schon mal dran gedacht, das Spiel zu Speedrun. Wow, rude. Wow. Oh, diese, ja. Wow, Shots fired. Oh Gott, ey. Normalerweise bin ich ziemlich gut in diesem Level. Das war jetzt halt echt bitter, ey. Ja, nee, das ist so. Das hat mich jetzt echt frustriert. Vor allem, dass ich jetzt einfach ernsthaft auf die Vögel gewartet habe. Also das. Wow. 2,20 wird langsam schwer. Ja, sehr schwer sogar, glaube ich, mittlerweile. Das Problem ist, ich weiß die Splits nicht mehr so richtig nach Gobi's Valley. Was müsste denn jetzt noch für 2,20 passieren, dass du das noch schaffst? Ich müsste besser spielen. Ich wollte auch gerade sagen, er muss ja, also einfach keine Fehler mehr machen. Ja, ist noch irgendwo ein ultra krassen Timesave drin? Naja gut, also mein Fight in meiner TV war richtig schlecht. Also ein guter Final Battle war ganz gut, ganz am Schluss. Gutes Furnace-Fahren kann einen riesen Unterschied machen. Also da habe ich heute, früh einen Run gemacht, der ungefähr 1000 Mal besser lief als der hier. Da habe ich den Furnace-Fahren, habe ich irgendwie 30 Sekunden verloren. Ja. Also da kann man schon einiges an Zeit dann immer verlieren. Also, bei den Vögeln muss man übrigens dazu sagen, das ist der einzige Gegner, der eine Cutscene hat, wenn man ihn das erste Mal tötet. Ja, und ja, kein Mensch weiß wieso. Das ist ganz lustig. Deswegen im Normalfall töte ich den Vogel da auch nicht. Aber ich wollte jetzt nicht noch mehr riskieren. Im Normalfall kann man. Ist es denn möglich, gar keinen Vogel zu töten? Ja, das geht. Das geht. Normal mache ich das auch so. Normal kannst du nämlich quasi, gerade wenn er kurz wieder ins Loch reingeht, kannst du kurz auf das Pad drauf rollen, davon runterspringen quasi. Und dann kommt er quasi raus und trifft dich nicht und dann springst du quasi hoch, ja. Also das geht schon, dass man den nicht tötet. Man kommt durch das komplette Level, ohne dass man einen Vogel tötet. Also ich töte den einen auch vor dem Schalter, der den Herbst öffnet. Den habe ich schon getötet. Weil der, warum auch immer, keine Cutscene hat, wenn man den tötet. Das ist irgendwie komisch, also alle Vögel triggern eben diese kurze Szene, außer dieser eine. Also, verstehen kann das, wer will. So, jetzt hier. Zeit für den Herbst. Was ist da deine Lieblingsjahreszeit, wenn ich mal blöd fragen darf? Herbst, würde ich sagen. Bis auf den Void Out, der da am Schluss ist, weil der ist verletzend. Oder meinst du jetzt meine echte Lieblingsjahreszeit? Meine ist die im Spiel. Im Spiel, ja, das wäre Herbst. Mich würde jetzt deine Lieblingsjahreszeit in Real Life interessieren. Ich würde sagen, so der Übergang zwischen Frühling und Sommer. Wenn es zu heiß wird, finde ich es kacke, aber wenn es so angenehm ist, ist es schön. Ja, so 20 Grad rum. Ja, genau, so. Ja, kann ich zustimmen. Und bei dir, Zeilo? Ich liebe den Sommer. Ich mochte auch diesen Sommer, der so richtig heiß war. Stehe ich total drauf. Boah, nee, da kann ich gar nicht drauf. Das kommt drauf an. Wohn mal im Dachgeschoss, nee. Ey, dann weißt du. Da, boah. Oh, geil. Zu heiß. Nee, ohne Scheiß, ich mag's, wenn's so heiß ist und dann so richtig strahlend blauer Himmel ist. Das ist der Kracher. Dabei sagt man eigentlich immer, dass man die Jahreszeit mag, in der man geboren wurde, aber ich hasse den Winter. Oh.
Oh, hassen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Das einzige, ja gut, das einzige Gute ist, wenn Schnee liegt, sieht schön aus. Das war's. Es ist kalt, es ist matschig, es ist nass. Wenn du Auto fahren jeder hast, hat Depressionen. Dann hast du eigentlich sofort den Winter, ja. Allein dann durch den Matsch zu fahren und so. Ja, es ist kacke. Ich mag den Winter nicht. Das einzige Tolle am Winter ist wirklich, dass wenn Schnee liegt, dann sieht es schön aus. Das ist wirklich, das war's aber auch schon. Sapphire, der Run ist richtig scheiße. Aber gut. Hast du denn den Splits offen, oder? Nee. Um Gottes Willen. Okay. Also, der Run war eigentlich ganz okay, bis nach Mad Monster Mansion eigentlich sogar. Das war sogar noch halbwegs in Ordnung. Aber dann für ZZ Peak Boggy Race verloren. Zweimal im Maschinenraum gestorben. Also, da ist nichts mehr zu retten. Aber ich meine, ich bin nicht, ich hatte keinen wirklich schlimmen Tod, also das ist schon in Ordnung. Also mal der schlimmste Tod, den man haben kann, ist, wenn man so gegen Ende von Clockwork stirbt, ohne dass man es will. Dann, boah, das sind 10 Minuten oder so locker. Ich habe übrigens Banjo-Tooie nie gespielt. Hast du das schon gespielt? Ja. Wird man da wieder auf das Kamel treten? Tatsächlich, ja. Geil. Aber nur einmal. Ist egal, Running Gag ist Running Gag. Ja, das ist ein guter. Wenn schon ein Running Gag also in dem Spiel ist. Ich würde Banjo-Tooie auch auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein sehr, sehr anderes Spiel als dieses, aber es ist echt cool. Würde das Kamel da eigentlich auch sein, wenn man das in Gobi's Valley nicht befreit? Ist das jemand im Chat? Ich glaube nicht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine, es ist nicht da, wenn du es nicht befreit hast. Nee, ich glaube, es ist nicht da. Ich liebe den Winter um Auto. Ich müsste mal einer von den Amis fragen, die sich jetzt wahrscheinlich gerade im Discord über mich kaputt lachen. Die wissen das. Ach übrigens, ich habe gar nicht meine Swag-Strat erwähnt, wo ich unter den Vögeln durchgerutscht bin. Das war Swag. So, was ich dazu sagen kann. Test-Runs sind aber nicht nur mit Emulatoren möglich. Man kann auch seine Super Nintendo modden. Ja, aber das ist ziemlich anstrengend. Das ist ziemlich kompliziert. Ja, aber es geht. Ja, natürlich geht's, aber ein Emulator ist halt Thema einfacher. Das stimmt. Aber trotzdem finde ich das eine blöde Argumentation von Nintendo. Aber das ist ein anderes Thema. Wollte ich nur so am Rande anmerken, dass das geht. So, just saying. Genau. So, hier diesen YOLO-Jump mache ich nicht, weil ich werde wahrscheinlich draufgehen, wenn ich es versuche. Also wir sammeln für das Eichhörnchen hier seine Eicheln. Die eine davon hat er in seinem eigenen Haus verloren. Also stellt den IQ dieses ja. Eichhörnchens nicht in Frage. Ja, erstens das und zweitens ist es sogar zu faul. Also erstens ist es zu faul, die Eichel zu selbst zu sammeln. Und zweitens ist es dann noch zu faul, die zu essen. Ja. Du schmeißt sie ihm in seine Magengegend, wie ich gerade feststelle. Also er kaut sie nicht mal, ne? Er schmeißt sie ja. durch seine Bauchdecke in seinen Magen. Voll blutrünstig, ey. Das ist so gut. Es gibt so viele Witze, die man über das Spiel machen kann, das ist der Hammer. Ja. Okay, die Strategie hier, die sieht extrem wild aus, aber ist eigentlich nicht so schlimm. Man darf nur nicht verkacken. Ja, man muss einfach nur aufhören. Ich habe ja auch während meinen Speedruns hier auf German so eine Speedruns-Regel eingestellt. Die erste Regel ist, sei schnell. Ja, zweite, hör auf, scheiße zu sein. Und dritte Regel ist, sei schneller als den Run davor. Hallo? Geniale Regeln. Ja. Vogel, war übrigens zu meiner Verteidigung der Chat. Ich habe nur die Regel gemacht, hör auf, beschissen zu sein. Das war meine Regel und die anderen beiden kamen dann vom Chat.
Also zu meiner Verteidigung will ich nur sagen, dass ich normalerweise überhaupt nicht rede bei Speedruns, also fast nie. Und ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich deswegen so schlecht gespielt. Ja, das kann man dann verstehen. Oh, scheiße. Was ist das denn für eine Ausrede? Alter, so eine... Reden ist schon ganz schön anstrengend. Allein schon ohne Speedrun fällt Reden manchmal schwer. Ach, bitte. Das lenkt halt ab, so. Ein richtiger Speedrunner. Es hat mich jetzt nicht körperlich ausgelaugt, das Reden, ja, also. So unfit bin ich nicht. Ein richtiger Speedrunner, der spielt, redet, liest und denkt gleichzeitig. Nee, das macht dann Sellout. Aber der liest eigentlich. Lesen? Wo liest man denn in einem Speedrun? Ja, du musst halt den Chat nebenher lesen. Ach so, stimmt. Oh, Zeilo, bitte. Entschuldigung. Oh. So, dieser Boy, ja, ich bin ein schlauer Mensch. Also manchmal, oh, laut Steve bin ich dann ein Sellout, sehr gut. Den Voidout hier, den kriegt man manchmal sofort und manchmal verliert man 30 Sekunden. Momentan sieht es mir ja nach den 30 Sekunden aus. Ich bin gespannt, ich weiß gar nicht, was du da machst. Gott, ey, dieser Controller ist so durch. Hallo. Was soll denn da passieren? Ja, okay, was früher schwer genau? Endlich hat's geklappt, dankeschön. Ihr seht's gleich. Okay. Also manchmal klappt's wirklich sofort und manchmal läuft es halt so wie gerade da. LOL! What the fuck? Ach so, Damn Out of Bounds Trick. Yep. Ja, dann läuft man doch einfach mal aus dem Level. Ja, aber dann da resetten die Noten sich nicht, wenn du das so machst. Das ist nicht, als würdest du sterben. Das spart halt, ist halt viel schneller, als wenn du zum Eingang der Jahreszeit zurücklaufen müsstest. Und ich hab mich mit. Wie oft probierst du das normalerweise, bevor du einfach zum Ausgang läufst? Wenn ich es nicht kriege, dann kriege ich es halt nicht. Das ist. Wenn du einmal angefangen hast, für den Clip zu gehen, dann, ja, keine Ahnung. Dann ist der Run halt einfach tot, wenn es nicht klappt. Okay. Weil es ist halt so, es ist 20 Sekunden schneller, den Clip zu benutzen. Also das lohnt sich schon. Also im Normalfall bin ich auch nicht so schlecht darin. Wenn du halt einmal gesagt hast, okay, ich probier's, dann, ja, musst du halt dabei bleiben. Ich bin übrigens froh, dass ich da gerade das Jiggy gekriegt habe, ohne zu landen, weil ich habe nämlich vergessen, die Federn mitzuzählen. Und das ist etwas, das man nicht vergessen sollte. Kleiner Tipp, falls du das Spiel lernen willst. Warum? Wo muss ich denn da managen? Nee, es geht einfach darum, dass du quasi die richtige Menge an Höhe dazu gewinnst. Weil, wenn du zu hoch oder zu niedrig bist. Wie lernt man? Ach so, wenn ich jetzt 10-mal A drücke, dass ich dann 10 Federn benutze. Genau. Ah, okay. Dass du halt weißt, okay, um da hinzukommen, muss ich jetzt so und so viele Federn benutzen. Verstehe, okay. Also eigentlich für alle Flugabschnitte weiß ich eigentlich, wie viele Federn man benutzt. Außer für den gerade eben, wo ich ganz nach oben geflogen bin, da hämmer ich einfach ein paar Mal auf A und dann läuft das schon. Wie würdest du denn generell, oder was würdest du generell Leuten empfehlen, die das Spiel gerne lernen möchten? Also zunächst mal würde ich sagen, man sollte ein bisschen Geduld haben. Also klingt jetzt so nach der allgemeinsten Aussage, die man treffen kann. Aber also ernsthaft, ein bisschen geduldig sein. Gerade mit den Sachen wie dem Fliegen und so, ja, das dauert einfach eine Weile, bis man das gescheit hinkriegt. Aber man kriegt das schon hin, also so ewig dauert es auch nicht. Und was ich dann empfehlen würde, ist, nicht zu resetten. Also einfach Runs bis zum Ende zu spielen, ja, weil es bringt einfach nichts, wenn man eine Zeit von 3 Stunden hat und in den ersten 2 Levels resettet, ja, weil man einfach so viel Zeit später raus, noch saven kann, eben, dass es sich gar nicht lohnt, großartig zu resetten und was nicht alles. Vor allem, ich habe auch das Gefühl, wenn man einfach diesen Run bis zu Ende durchzieht, dann verbessert man sich viel besser, als wenn man nur die ersten paar Level immer wieder spielt. Das ist eigentlich so das Wichtigste, denke ich. Okay, gut, den ersten Clip habe ich. Der zweite ist allerdings der schwere.
Oh. Und dich habe ich nicht gekriegt. Ja, der ist so jetzt nicht der zweite, also so richtig verstehen werde ich den glaube ich nie. Wenn ich jetzt hier zu Ice Clip sterbe, dann werde ich sauer. Ihr seht jetzt einen Trick, der nennt sich Ice Clip. Der ist extrem einfach, aber manchmal funktioniert er einfach. Ich hoffe, dass er jetzt funktioniert bei dir. Okay, gut, safe. Aber scheiße, mein Mike soll aus dem Level raus. Gewohnheit. Das ist nämlich auch so was, wo ich mir gedacht habe, Alter, wenn das mal nicht funktioniert, ey, dann wird man sich doch zu Tode ärgern. Ja, die Sache ist halt, du stirbst, wenn er nicht funktioniert. Also ja, eben, das ist ja die Sache und du brauchst ja noch Noten. Ja. 4 Stück oder so. Jupp. 5, glaube ich. Ja, 5. Also ich hoffe mal, dass ich nur noch 5 brauche, weil wenn nicht, dann habe ich verkackt. Okay, gut. Also dieser zweite Clip, der ist ziemlich nervig. Mir hat ein Schädel gefehlt. Ich stehe noch geholt hier. Ach, und was man neuen Runnern auch noch empfehlen könnte, wäre: übt nicht zu viel auf Emulator. Also, das ist wirklich was, das Spiel emuliert nicht ganz sauber. Und manche Sachen, da gewöhnt man sich dann einfach irgendwie falsche Ausführungen an. Ja, also, besser auf Konsole komplette Runs spielen, als irgendwas auf Emulator oder ewig üben. Weil da wird man sich Sachen definitiv falsch angewöhnen. Und, ne, spielt einfach generell nicht auf Emulator, egal was ihr tut in eurem Leben. Scheiß auf Emulator. Ich muss da leider drauf ausweichen, das ist ein bisschen blöd. Ja, bei so manchen Sachen kann man es halt nicht vermeiden. War auch mehr ein Witz jetzt eigentlich. Klang aber ziemlich ernsthaft für einen Witz. Spielt niemals auf Emulatoren! Also der erste Teil war mein Ernst, dass man da nicht drauf üben sollte für dieses Spiel, aber ich meine, wenn man jetzt keinen Bock hat, sich irgendeine exotische Konsole zu kaufen, was man natürlich verstehen kann, dann jo. Oder um irgendein Spiel nur einfach mal so zu spielen. Vielleicht ist natürlich auch völlig aus. Jetzt kommt hier dieser Clip, den du gemeint hast vorhin, wo man mit der Biene rausfliegt. Wenn die Biene denn mal rausfliegen möchte. Hallo? Hallo? Okay, also das Spiel sagt nein. Computer sagt nein. Bienenarsch. Also da weiß ich nicht, was ich zu sagen soll. Das passiert eigentlich nicht. Es geht doch darum, ich habe mir jetzt auch letztens mal überlegt, so Donkey Kong 64, das wäre schon ziemlich geil. Aber das kostet einfach mal 37 Euro. What? Ich hab kein Geld. Hast du eine Wii U? Nee, leider nicht. Na, schade. Kann ich mir das da downloaden, oder was? Ja, da gibt's auf VC. So virtuelle Konsole. Also die Steuerung ist scheiße auf VC, aber kein Lag. Na toll, ja, dann hol ich mir original. Wenn ich schon sag, die Steuerung ist scheiße. Ja, aber kein Lag und so, das ist ganz cool. Oh scheiße, ich muss die Tastatur neu platzieren. Ich muss nämlich schreiben können jetzt. So, jetzt kommt ihr dazu trage, was du am ganz am Anfang gemacht hast, ne? Nee, das ist ja, dass ich die Moves schon früh hatte. Also, ach so, okay. Jetzt kommt mir der, hier der Rechner zugute. Weil der mir nämlich gleich hilft, Flieg und Hüller fragen. Okay. Hab grad voll den Brainfart gehabt. Jetzt muss ich nur eine Sache hoffen, dass ich auf diesem Jokerfeld keine Grunty-Frage krieg. Okay, gut. Weil auf Jokerfeldern kannst du nämlich Grunty-Fragen kriegen und du brauchst die Joker unbedingt. Also man braucht sie nicht unbedingt, aber man verliert einen Haufen Zeit. Was ist, wenn man auf den Joker Ding ein Minispiel kriegt? Das geht nicht. Ach so, okay. Zum Glück. Das wäre unglaublich frustrierend, aber das funktioniert zum Glück nicht. Wir überspringen nämlich mit den Jokern die Minispiele, weil die viel zu lang dauern. Ja, eben. Das ist nämlich ein bisschen blöd, wenn man dann nämlich auf dem Joker Ding ein Minispiel kriegt. So die Definition von Ironie irgendwie, oder? Ja. Ja, aber glücklicherweise haben wir das so gemacht, dass man auf Joker verdammt keine Minispiele kriegt. Ich wäre ja für komplett RNG. Ich mag RNG.
Bitte was? Haters gonna hate. Okay, im Todesfeld habe ich zum Glück keine Dings gekriegt. Also keine Ahnung. Stirbt man da instant oder was? Ja. Nice. So, gutes Spieldesign. Scheiße, das war falsch. Jetzt musst du mir auch, hoffentlich benutzt du den Trick, weil wenn ja, dann musst du mir den unbedingt erklären. Ja. Das ist aber nicht kompliziert, oder? Ja. Genau. Okay, nice. Der sogenannte ARP-Skip. Weil der Runner Obliterator, der hat den nämlich gefunden, durch Zufall. Damit man die Hälfte von Furnace Fun überspringen kann. Das spart, glaube ich, 6 Minuten oder so. Das ist ganz einfach, du kriegst einfach eine Frage falsch auf einem Todesfeld. Und wenn du an einer bestimmten Stelle stehst, dann schmeißt es dich nicht in die Lava. Augenblick, ich erkläre es gleich, wenn ich fertig bin. Nicht, dass ich es verkacke oder so. Ach, du stirbst bei dem Todesfeld deswegen, weil man in die Lava fällt. Genau, es schmeißt dich nämlich. Nein. Scheiße. Ah, fuck. Ach, komm schon, ey. Hä? Oh, cool, ich hab durch Zufall die richtige Frage gekriegt. So, man kriegt jetzt nämlich mit Absicht falsch. Und das schmeißt, will einen vom Brett schmeißen. Aber man landet auf dem Brett, aber das Spiel denkt trotzdem, man wäre tot. Und deswegen sind alle unsichtbaren Wände eben verschwunden. Und man kann einfach über das Brett bis zum Ende laufen. LOL! Das ist ja awesome. Ja, das ist ziemlich cool. Okay, das ist cool. Ach, jetzt läuft Grundel da noch mit mir weg. Okay. Ich würde ja sagen, ich mache Dwarf Grunty Skip, aber nein. Wirklich nicht. Das ist dieser bescheuerte Trick, der man an Any% machen muss, von dem ich vorhin gesprochen habe. Die Sache ist, da könnte ich jetzt dann 10 Minuten dran sitzen, weil ich den seit Monaten nicht mehr geübt habe. Also das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Also glaubt mir einfach, dass ihr es nicht wollt. Das macht keinen Spaß. Ist auch nicht aufregend oder so. Ist aufregend, wenn man ihn kriegt, aber es ist furchtbar langweilig zum Zuschauen. RIP 220. Jupp. Muss man die Türen da aufkriegen? Ach ne, du musst brauchst einfach nur Eier, okay. Man braucht nur so viele Eier, wie es geht für diesen Kampf hier. Man muss schon und was ist mit dem doppelten Leben? Ne, braucht man nicht. Ach, das braucht man nicht. Hat man früher gebraucht, aber wir haben über die Definition neu abgestimmt, weil wir das sinnlos fanden mit der doppelten Gesundheit. Und deswegen können wir es jetzt nicht mehr. Also man kann es, wenn man will, aber man muss es nicht. Also wenn du sagst, okay, der Kampf ist mir zu schwer, ohne dass ich doppelte Gesundheit habe, dann kannst du sie dir holen. Aber du musst es nicht. Weil es halt auch nicht auf diesem Statistikenbildschirm auftaucht, weißt du, was ich vorhin erklärt habe. Ja. Okay, zweite Phase ist fast rum, gleich kommt die schwerste. In der Luft? Ja. Die kann. Ich finde den Kampf auch unglaublich schwer. Das ist wieder so eine von den Sachen jetzt. Es geht entweder perfekt oder es geht komplett in die Hose. Okay, den Snipe am Anfang habe ich gekriegt, das ist auch richtig. Ja, also, Grundilder ist übrigens eins der wenigen Bosse, die ich sehr, sehr richtig krass schwer fand. Man gewöhnt sich an den Kampf, also man kommt besser mit klar nach einer Weile. Der andere Kampf, den ich richtig krass schwer finde, ist. Voll vorbei. Jo? Voll vorbei, Junge. Ich bin doch so ein kleines Nintendo-Kind, ey. Oh scheiße, ich hab nicht mehr genug Felder an. Oh Gott, Alter. RIP. Ich muss jetzt ein paar Federn sammeln. Es gibt doch auch bestimmt eine rote Feder, oder? Ja, ja. Ich kann nicht fassen, dass ich einfach tatsächlich. Weil der vierte Treffer, der ist so einfach. Und ich hab ihn einfach ein paar Mal verhauen jetzt. Hallo? Was war das denn? Okay, ich muss nochmal landen, um Federn zu holen. Oh Gott, das wäre ein Alter. Wie kannst du den denn jetzt verhauen? Die respawnen die Federn.
Nee, aber ich meine, wie den Hitter jetzt verhauen konntest, oder? Ja, sah klar. Recht safe aus. Ja, das dachte ich auch, aber da habe ich falsch gemacht. Okay, jetzt haben wir es, ey. Manchmal ist das Spiel einfach fies. Ja, das ist nicht ganz einfach, die Big Bombs zu kontrollieren. Und ich wollte da ein bisschen zu schnell zu viel. Mal gucken, vielleicht kriege ich wenigstens den Skip hier. Spart 10 Sekunden oder so. Und? Yay! Ungefähr einem von 1000 Fällen kann man damit auch das Spiel softlocken, also so wie es bis jetzt gelaufen ist. Das passiert aber eigentlich nur unter bestimmten Umständen. Also, ich glaube nicht, dass es softlockt. Wenn man dann nämlich die eine Statue hier nicht mehr aktivieren kann. Okay, gut. Oh Gott, ey, das geht ja nicht mehr. Sub-225, obwohl doch Sub-225 sollte es noch sein. Hoffe ich mal. Oh, Nekopol. Da hatte ich wieder wohl was von Ziff abgeguckt. Wow. Okay, jetzt darf ich hier nicht verkacken, sonst... Es ist nicht unter 2,25 und dann bin ich sehr traurig. Private. Okay, gut, immerhin unter 2,25. Um Gottes Willen, ey. Ja, das war Banjo-Kazooie 100%. Nicht sonderlich gut, aber immerhin. Ja, fand ich, ist ein sehr interessanter Run, ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Ja, ich hoffe, ich konnte halbwegs irgendwie so ein bisschen was dazu erläutern, also... Auf jeden Fall, für mich war es sehr, sehr, sehr hochgradig interessant. Ja, das freut mich. Vielen Dank, dass ich hier die Plattform haben durfte, um euch das zu zeigen. Ja, andere brauchen eine halbe Kindheit, ich mach das mal kurz, so in 2,5 Stunden, easy. Es ist natürlich so eine Relationssache, wie schnell das war. Für deine Verhältnisse war es langsam, für jeden anderen war es super schnell. Ja, ist so einfach. Ja, gibt's noch irgendwas, was du... Du hast vorhin irgendwas gesagt, dass du noch irgendwas zeigen willst. Ja, also vielleicht, wenn ihr möchtet, kann ich irgendwie diesen Rechner nochmal kurz zeigen und mal... Also ein paar Minütchen haben wir, glaube ich, noch. Okay. Ja, mache ich das vielleicht jetzt, weil so interessant ist das Ende auch nicht eigentlich. Also, Moment. Was ich jetzt hier gerade mal... Oder wie sieht's aus? Es ist Private als nächstes wieder? Ja, Private ist wieder okay. Als nächstes, eine Horror Night. Für wann ist das gescheduled? Also ich meine, wir können auch jetzt Ende machen, also so wichtig ist es nicht. Ich meine, Private ist gerade im Chat. Okay. Private, wie schaut's? Läuft bei dir nicht? Wie ist es? Was ist denn jetzt wieder? Wer legt diese Zeiten fest? Ach, in unserem Schedule steht, wir haben bis um 1 Uhr Zeit. Oh. Um Gottes Willen. Was? Frag mich. Yo! PB! Hat jemand. Kannst du direkt nochmal einen Run machen, the fuck? Hat jemand hier Banjo-Tooie 100% gescheduled gerade? Das wird nämlich ungefähr so lange dauern. Na gut, dann kann ich den. Diesen Rechner nochmal kurz. Was zum Teufel? Hey, nein, hey, du sollst den Scheiß. Furnace von. Ah ja, da haben wir einen. Okay, also. Haben wir jetzt hier auf dem Bildschirm diesen Furnace Fun Calculator. Also, ihr seht hier aufgelistet in drei Reihen quasi. Also,
das hier ist die gesamte Anzahl von Fragen, die es gibt. Ja, also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie viele Zeilen es hier halt auch immer gibt, so viele Fragen gibt. Und auf jede Frage gibt es halt drei mögliche Antworten, die seht ihr hier in den Spalten. Und in Ausgangsform sieht das Ding eigentlich so aus. Hier in der Mitte stehen die Fragen, die generell am wahrscheinlichsten sind. Hier in der Mitte, die Fragen, die am wahrscheinlichsten sind. Die Antworten, beziehungsweise die am wahrscheinlichsten sind. Und dann kann ich hier quasi einfach links draufklicken und das sagt dann, okay, die Antwort war richtig. Ja, also angenommen, ich kriege diese Frage dann jetzt in Furnace Fun, beantworte die hier mit der wahrscheinlichsten Antwort, die ist richtig, drücke ich links drauf, hat es hier schon mal 100% auf die Frage. Und ihr seht, wie hier unten die Anzahl an den möglichen Pattern halt schon mal sich reduziert hat. Okay, ja. Wenn ich dann jetzt hier ist dann jetzt die Frage richtig, sagen wir mal, ja, hier Broomstick Riding, dann ist die Frage auch schon mal 100%. Und es wird immer wieder bei jeder Frage die wahrscheinlichste Antwort markiert und hier haben sich die Pattern dann schon weiter reduziert. Dann beantworte ich hier noch eine Frage richtig und dann drücke ich hier rechts drauf, sage, die Antwort war falsch und so weiter. Und wenn ich dann ein paar Fragen hier habe, dann ist es am Ende so, dass es mir definitiv das richtige Pattern angibt, dass es mir dann mit absoluter Sicherheit sagt, welche Antwort eben die richtige ist. Ja. Und dadurch, dass ich einfach am Anfang... also beim Run zum Beispiel war es so, die hat mir hier diese Frage beantwortet, da war die Antwort Cauldron Bud. Dann bei der hier, da war Freshly Burst Boils war richtig und hier war dann Ghastly Grey richtig. Und das heißt, ich bin in Furnace Fun reingegangen und hatte noch 13 Pattern, die es hätten sein können. Ja, und dann habe ich noch ein paar Fragen beantwortet und dann, zack, hatte ich eben das richtige Pattern dadurch gegeben. Ah, deswegen redet man mit der Alten, alles ganz klar. Genau. Das ist ja richtig nices Tool. Weil die Pattern halt einfach gekoppelt sind, ja. Und was auch eine Funktion von diesem Ding ist, also ich glaube nicht, dass die jemand schon mal benutzt hat. Den Pattern sind sogar Zahlen zugeordnet, ja, zwischen 1 und 256. Oder ich weiß nicht, ob es zwischen 0 und 255 ist. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß, warum auch immer, dass ich Pattern 37 habe, dann zeigt es dir das schon fertig ausgefüllt, ja. Ist mehr so eine Gimmick-Funktion, weil du kannst dein Pattern halt einfach nicht wissen. Ja, aber ist eigentlich eine ganz nette Sache. Ja. Also dieser Rechner an sich, der ist halt echt schon eine richtig coole Sache. weil es... Ja, ist doch dann nicht eigentlich Tool-Assisted? Nee, weil es beeinflusst ja das Spiel an sich überhaupt gar nicht. Du könntest ja theoretisch, rein theoretisch, könntest du dir die Pattern sehr auch merken. Ja, es wird praktisch halt schwierig. Das ist wie wie ein Taschenrechner an der Mathearbeit quasi. Ja. Das ist schon geil. Ja, der Vergleich ist jetzt aber ein bisschen... Könnte man weit herholen. Nee, es also ist wirklich... Der Rechner beantwortet. Könntest du da auch im Kopf machen. Wie bitte? Da stimme ich Steve ganz voll und ganz zu. Ja, aber ich meine jetzt im Vergleich, dass der Taschenrechner wäre Tool-Assisted, weil er rechnet die ganzen Mathe-Aufgaben für dich aus. Ja gut, wenn du zur Uni-Mathe kommst, da kannst du dir mit dem Taschenrechner den Arsch abwischen, mal so gesagt, weißt du. Also, keine Ahnung. Es ist halt mehr so, vielleicht ist der Vergleich mit dem Taschenrechner nicht so 100%. Ich finde den Vergleich mit dem Taschenrechner gut, weil das könntest du alles auch im Kopf machen. Ja. Nur später bringt er dir halt wirklich wenig. Dann musst du das im Kopf machen. Ja, Vergio, das ist so eine Antwort, die da recht oft kommt, aber ich meine, das ist halt nicht wirklich möglich. Man kann eigentlich nicht 40 mal Frame Perfect sein. Und man kann sich auch die Pattern nicht merken, ja, das ist mir schon klar, aber... Also mal ein besserer Vergleich, vielleicht, du könntest ja quasi... dir die unfassbare Arbeit machen, die Pattern alle rauszufinden und sie dir dann quasi als Notizen aufzuschreiben, ja, und dann irgendwie mit Blättern da zu arbeiten oder so. Würde ja, viel das zu ist Theorie. Ja, aber das ist im Prinzip jetzt selber, was du da machst. Ja, im Prinzip. Weiß nicht, also... Also es ist in meinen Augen jedenfalls keine Tool Assistance. Ja. Wenn man das alles aufschreiben würde und so weiter, was du gerade eben gesagt hast, das wäre ja im Prinzip genau dasselbe von wegen hier
Tool Assisted, dann ist das halt im Prinzip kein Programm, sondern halt einfach Blatt Papier. Na gut, ich meine, Tool Assistance ist ja im Prinzip, also im Zusammenhang mit Speedrunning ist es ja so, dass du beeinflusst ja das Spiel direkt, also du verlangsamst ja das Spiel und kannst zurückspulen und den Input auf jeden Frame halt anpassen. Ja, ich meine, da liegen ja Welten dazwischen. Ja, das ist ja, quasi eben eine Datenbank, die du eben nebenbei benutzt, sozusagen. Ja. Und was ist das denn zum Beispiel in einem Puzzlespiel, wenn ich ein Tool benutze, was meine Blöcke zählt und ich 40 von jeder Farbe wegmachen muss? Ja, das ist genau dasselbe. Ja, im Prinzip ist es. Ob du das jetzt im Kopf behältst oder ob du das jetzt im Programm zählen lässt, das ist doch dann dir überlassen. Ja, Dragonfire, wenn es immer das gleiche Pattern wäre, dann würde man die Fragen auswendig wissen, aber es geht halt leider nicht. Weil dieses ja, Keysox, es ist ja auch okay, also ich finde es wichtig, dass man darüber mal geredet hat, weil ich finde den Einwand ganz in Ordnung. Ja, nee, ich finde, also der Einwand, der kam gerade am Anfang, als das Ding neu war, kam der öfters, aber also es wirkt halt erstmal ein bisschen komisch, weil ja, du sowas da halt benutzt, aber wenn du halt wirklich tiefer drüber nachdenkst, dann merkst du, okay, also Einfluss auf das Spiel direkt hat es halt überhaupt nicht. Ja. Und von daher denke ich halt nicht, dass man da von Tool Assistance sprechen kann. Ich habe es auch mehr als Scherz im Chat gemeint, als ich gesagt habe, guter Punkt, weil ich kenne das ja auch bei Pokémon. Bei Pokémon Red Speedruns hast du auch so ein, oder man kann so ein Tool benutzen, womit du halt die IVs und DVs und whatever vom Pokémon irgendwie bestimmen kannst, wenn du, dass du weißt, welche Attacke das Pokémon ab Level so und so hat, dann tippst du das beim Programm ein und das rechnet es dann irgendwie aus, das sagt dann, okay, du hast auf diesem Level diese Attacke, das heißt, deine Stats muss genau das sein, alles andere macht keinen Sinn, könnte man auch im Kopf ausrechnen, aber ist halt mit einem Speedrun halt aufwendig, machen jetzt Runner auch. Oder sowas bestimmt machen. Ja, das sieht man manchmal bei Pokémon Red Glitchless Speedrunner, dass sie das irgendwo eingeblendet haben. Dann siehst du halt da die 5 Stats. Ja, das habe ich glaube ich schon mal gesehen. Und die warten halt, bis sie ein Level Up haben in bestimmten Moment. Dann sehen sie, aha, diese Attacken, drücken auf Programm dann die richtigen Tasten und das Spiel sagt dann, okay, entweder hast du irgendwie die Stat von entweder das oder das und dann beim nächsten Level gibst du es nochmal und dann weißt du genau, aha, okay, ich habe genau 14 Attacke, Reset, okay, ich habe 16 Attacke, wir können weitermachen und so weiter halt. Ganz interessant. Sehen Sie das nicht im extremen Cheating, weil das mal eben 60 bis 90 Sekunden ist. Was? Das ist jetzt übrigens das erste Mal, wo ich die Banjo-Tooie Vorschau sehe. Ja, wir müssen jetzt irgendwie noch Zeit rumkriegen, Leute. Erzählt mal. Ich bin gerade ein bisschen gehypt auf das Banjo-Tooie-Ding da. Ja, kann ich mal laufen. Mal sehen, habe ich denn irgendwas so richtig brutal verkackt, außer den gesamten Run halt? Könnte ich zeigen, dass ich es eigentlich kann. Aber ne, ich glaube, ich lasse das jetzt einfach so stehen. Also ich bin ja jemand, der absolut keine Ahnung hat, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Was ist denn so der Unterschied zwischen Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie? Also die Spiele sind sehr, sehr unterschiedlich. Also zunächst mal, die Level in Banjo-Tooie sind viel, 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 viel größer. Und es hat mehr so, in Banjo-Kazooie steht ja dieses Platforming auch im Vordergrund irgendwo, ja. Und das ist bei Banjo-Tooie halt viel, viel weniger. Da geht's halt mehr um dieses Abenteuer-Feeling quasi in diesem Spiel. Also beispielsweise sind da viele Level halt miteinander verbunden und so und du musst ganz viel zurückgehen und wieder dahin und ja, keine Ahnung. Irgendwie kann ich es nicht richtig erklären. Und der Speedrun von Banjo-Tooie, wie ist der so? Wenn du mal twitch.tv/PG suchst, dann findest du da was Gutes und er ist wesentlich wesentlich mehr Glitches als Banjo-Kazooie. Also viel, viel mehr. Ich weiß nicht, du hast nie Tooie gespielt, nicht wahr? Nee. Na, schade. Ja, sonst hätte ich so ein bisschen was dazu erklären können, aber
Wenn du das nicht weißt, dann geht das nicht. Sind das jetzt wirklich Bilder aus Banjo-Tooie? Nee, das sind Bilder von versteckten Orten, die es in diesem Spiel gibt. Das ist dieses Stop and Swap. Das, das kann ich euch erzählen. Also, das wurde mal von Rare angedacht, dass es quasi dieses Stop and Swap gibt. Das heißt, du konntest quasi dieses Spiel hier, wenn du 100% gekriegt hast, also wenn du alle Jiggies gesammelt hast, konntest du quasi das Spiel aus der Konsole rausnehmen und dann hattest du quasi 10 Sekunden Zeit, in dem das Spiel noch sozusagen im Speicher war, der Konsole, und dann Banjo-Tooie einsteckt und dann hattest du das Spiel halt einfach erkannt. Und dafür, dass du quasi das andere Spiel zu 100% beendet hast, hat es dir halt so gewisse Cheatcodes gegeben, die du dann halt in diesem Spiel wiederum benutzen konntest, um Zugang zu diesen speziellen Sachen da zu kriegen. Das sind halt so, ja, so kleine Bonus-Dinger sind es halt im Prinzip. Das hat nicht wirklich funktioniert, ach so, weil einfach die Hardware geändert haben und du quasi die Cartridges innerhalb von einer Sekunde hättest austauschen müssen. Und deswegen wurde die Idee halt so nicht richtig durchgezogen dann im Endeffekt. Alles klar. Okay, verstehe. Schauen wir mal auf die Game Time. Banjo-Tooie ist anfängerfreundlicher als BK, das auf jeden Fall, ja. Allein schon dadurch, dass man die Noten nicht verliert. Private wäre es übrigens auch bereit zu übernehmen. Okay, top. Ist er schon? Ja, guck mal, Skype in der Übergabegruppe. Wenn du das drin bist. Ah, ja, hab ich gar nicht gesehen. Ich kann nur kurz zeigen, dass ich auch alles hab. Also, falls es nochmal interessiert, auf Basis von diesem Screen hier ist auch die Definition entstanden. Ihr seht, da sind die Noten, die Jiggies, die lernen Honigwaben und das ist halt das Einzige, was hier aufgeführt ist. Und deswegen haben wir das halt als Definitionsgrundlage benutzt. Okay. So, jetzt nochmal hier. Ja, wie wollen wir das machen mit der Übergabe? Ja, du gehst einfach auf diesen lustigen Screen, den du bekommen haben solltest. Ach ja, Tatsache. Können wir noch so ganz kurz vergessen, ne? Können wir noch so 2-3 Minuten irgendwie kurz verabschieden, Shoutouts oder sowas, und dann gehst du einfach offline und wir schreiben dann in private, dass er online gehen kann. Oh, hab ich denn jetzt hier diese zweite? Na, welches Bild ist denn das jetzt? Ah ja, hey, das war's. Das ist richtig, ich muss es nur ganz nach oben scrollen. Boah, Mann, ey, war das nicht der smootheste Übergang, den ihr je gesehen habt, also. Aber definitiv. Auf jeden Fall, ey. War smooth as fuck. Ja, schön auch alles andere oben, ey, sauber. Jawohl, jetzt hat sich's bei mir auf dem Screen auch geändert. Ja, Shoutouts, also. Wenn jemand sehen will, wie jemand dieses Spiel gut spielt, dann sollte er sich Stevie die Baubau anschauen. Ich kann das auch nochmal im Chat schreiben, dass die Leute wissen, wenn sie suchen. Ja, wenn du einen Link postet, dann muss man dich zuerst permitten, by the way. Ich schreib nur den Namen hin. Und ja, außer als wäre es mich von euch. Auf viel. Ja, morons at my channel, genau. Hier, schamlose Eigenwerbung, kommt zu meinem Channel, dann seht ihr auch mal, dass ich nicht ganz so schlecht bin manchmal. Und falls du dich für Banjo-Tooie Speedruns interessierst, dann suchst du nach PG. Ja, und ansonsten Shoutouts an die Community, die cool ist und kein Deutsch kann und mich deswegen jetzt gar nicht versteht. Dankeschön. Mach ich das einfach. Bitte, 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 bitte. Ja, und ansonsten nochmal danke an euch, dass ich die Gelegenheit hatte. Jo. Ja, Und ein großes Shoutout, wenn German Schkapper ein Global FFC Emote wäre. Kriegen wir schon noch hin. Ja gut, dann war das heute der Speedrun Podcast mit Banjo-Kazooie. Danke an dich, dass du hier warst. Jo, gerne. Auch danke an Zylo. Jo, danke für das Zylo. Allen danken, Zylo. Zylo. Zylo Senpai. Ja, auch dir danke, dass du warst.
Und hast du auch noch irgendwelche letzten Worte? Ob ich irgendwelche letzten Worte habe? Ja. Komm, auf die Schnelle, Goss. Speedrun! Das ist cool! Fantastisch. Ja, ich denke, mit diesen Worten können wir uns verabschieden. Gleich kommt Private mit der Horror Night, so wie immer. Jo. Bleibt am besten dran, es wird sicher gleich wieder sehr gruselig. Und ja, nächste Woche ist der letzte Podcast vor dem ZFM. Nächste Woche gibt's Twilight Princess. Da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen, das wird sicher super Hype. Ich meine super rummelig. ja, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, im Chat. Ihr könnt jetzt meine noch mal kurz alle rummel in den Chat spammen oder so. Noch einmal ordentlich im Chat rumrummeln oder so. Und bis dahin, bis nächste Woche. Wir verabschieden uns. Bis dann, gute Nacht und auf Wiedersehen.